Erster Hit Vienna Podcast. Ja, natürlich. Mit Official Syrup oder Serb oder wie nennst du dich? Boah, schwierig. Ich mach das ja nicht allein, ich mach's mit ein paar Jungs. Und grundsätzlich aber Syrup und Official nur, weil das schon vergeben war auf Insta. Okay, irgendwer okay. Hat das gesnitcht. Mit wie vielen Leuten machst du das? Mit zwei anderen. Einer, also die sind ein bisschen mehr so im Hintergrund, die machen so Sachen wie Einkauf, Verkauf. Okay. Oder auch hier und da mal auf Messen mitfahren. Weißt du, es geht sich einfach nicht aus, so alleine. Ich mache so die Sachen, ich quatsch mit allen möglichen Jungs und einer von denen ist mehr so für den Online-Kram zuständig. Weißt du, es geht da viel. Sind so ein Mitarbeiter sozusagen? Oder? Nein, Quatsch. Alles ganz gleichberechtigt so, aber okay. Es geht da viel so über Connections, die du in andere Länder hast, weißt du. So, gerade in Europa kannst du es nicht erfolgreich machen, wenn du nicht mindestens in Deutschland, Frankreich, Idealfall noch Spanien, krass wäre auch Russland noch, wenn du in England ist ganz wichtig, wenn du da nicht überall Leute hast und Osteuropa davon auch nicht unterschätzen, kannst du es eigentlich schon vergessen, weil das ist wirklich? Das, wie es funktioniert, ja. Bei Schuhen oder was besonders? Schuhe ganz besonders, Supreme ist halt so, das droppt halt nur in Paris und in London, aber ach so, Supreme. Du holst direkt von den Drops immer oder was, nicht online? Teils. So, manchmal musst du ein Item so schnell haben, dass Supreme zu langsam shippt. Dann bringst du es nicht. Der Supreme was? Zu langsam shippt. Wenn die zu langsam shippen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt sowas wie das Supreme-Fahrrad hast, was es nur in-Store gibt. Ja. Dann musst du es halt so machen. Und dann shippt dir wer das Fahrrad oder was? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Immer. In der Regel machst du es dann so, du kaufst es halt, dann hast du es und du verkaufst es, ohne es in der Hand gehabt zu haben. Okay, yeah. Weil es lohnt sich nicht, das nach Wien zu schicken und dann wieder woanders hin. Du schickst es dann direkt. Das heißt, du suchst den Käufer und er schickt es dann direkt zu ihm, oder ja, was? Ja, ich kaufe es von ihm, lass es bei ihm stehen und er schickt es dann direkt weiter. Ah, okay, ja, das ist chillig, Alter. Das ist so, du brauchst, aber da musst du natürlich allen Leuten vertrauen können. So ein Netzwerk baust du halt nur über Zeit auf und das macht zum Beispiel einer von uns. Der andere trennt sich jetzt ein bisschen von dem Resellen und geht mehr in so eine, Influencer-YouTuber-Richtung. Oh, okay. Das wird auch interessant. Über Syrup oder was? Nein, eigen. Okay. Aber mit Syrup-Unterstützung halt noch. So, weißt du, wir liefern Stuff. Ja, wir tun's ja auch für so Promotion machen wie bei Fuck, deshalb kenne ich dich ja. Ja, genau. Ich kenne dich, weil Fuckface, also von Team 128, genau. Hat so erzählt, dass ja, dieser so ein neuer Reseller in Wien, Official Syrup, und der tut uns so Schuhe geben für die Videos und dann geben wir ihm so Shoutout und sowas. Ja, safe. Wir haben damals ein Pop-Up gemacht. Im Sneak in Wien, vielleicht kennst du das. Das yeah, ist, safe. Das ist ein, so ein, kann man frühstücken gehen, das ist ein geiler Laden. Ja, ich kenn Hat auch einen richtig netten Besitzer und so. Über den sind wir ein paar Kontakte, sind wir so zu ihm gekommen und haben ein bisschen mit ihm gequatscht. Und er meinte so, ja, komm, ihr könnt bei mir ein Pop-Up machen. Schauen wir mal, wie das läuft. Und dann haben wir noch mit De Ami, das ist ein neu aufstrebendes Modelabel in Wien. Die machen so High-End Streetwear. Aber richtig cool. Mit denen haben wir dann, weil man sich da halt auch kannte, so über die Szenen, hat man dann mit denen zusammen da den Pop-Up-Shop gemacht und dann haben wir da so Promo-Videos für gemacht. Okay. Und da kannte ich den Leon über ein paar Freundeskreise, weißt du, den Moonman. Ja. Und haben mit ihm dann das Foto gemacht und so haben wir uns dann irgendwie kennengelernt und es hat halt so gepasst und dann haben wir halt noch gesagt, hab ich so gesagt, ja, wenn ihr mal irgendwie ein Video macht, so, ich kann euch gerne helfen, so, weißt du, eine Hand wäscht die andere, das greift alles ineinander. Okay. Ja, aber jetzt, wie ihr es mir zuerst erzählt habt, habe ich mir so gedacht, okay, ja, irgendein Reseller in Wien, weißt du, weil ich habe halt begonnen so 2016. Ja. Kennst du, wie lang bist du schon bei Supreme? Ich bin 2016 erst nach Wien gezogen. Ah, okay. Davor habe ich noch in Deutschland gelebt. So. Aber hast du damals schon das gekannt und sowas? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Okay, wann bist du reingekommen eigentlich? Ich habe früher, so du musst wissen, in Dortmund ist die ganze Mode ein bisschen anders. Also quasi nicht existent, so. Es gibt keine Mode. Ja, es ist ganz schlimm. Das heißt, so, da ist es vollkommen gesellschaftlich angemessen, in der Jogginghose irgendwo hinzugehen. So die Jogginghose ist nicht viel schlimmer in der Gesellschaft als eine Jeans oder macht keiner einen Unterschied. Und dann war es halt alles so relativ unschön angezogen. Dann habe ich damals noch so, in meinen jungen 16 Jahren, war ich halt so, ja, von der Masse abheben und sich ein bisschen gehobener anziehen und sowas. Und dann habe ich immer so T-Shirts getragen und einen Sakko drüber und habe immer die britische GQ gelesen, so mit 17 so. Weil die deutsche war mir viel zu prollig. Okay. Und da haben die irgendwann mal einen Schuh promotet. Das war nichts Besonderes. Das war der Nike Lunar Charge und davon eine besondere Version, wo die irgendwie viele unterschiedliche legendäre Nike-Schuhe drin verarbeitet haben. Ist kein krasser Schuh. Heute weiß ich, dass das kein krasser Schuh ist. Yeah. Aber damals habe ich den so gegoogelt und habe gesehen, du kriegst den nirgendwo. Und dann irgendwann habe ich gesehen, dass die Soulbox in Wien, ich wusste gar nicht, was das ist, irgendein so Schuhladen in Wien das hat. Bin da hingegangen und dann meinten die so, ja, möchtest du dich auch für die Yeezys eintragen? Ah. Und ich wusste, so ein Kollege von mir, mein bester Freund aus Dortmund, und so, er wollte mal diese Yeezys haben.
Dann habe ich gesagt, ja gut, ich trage mich ein, habe seine Größe so genommen. Für den Fall, dass ich gewinne, gebe ich ihm die halt, ne? Und dann habe ich aber nicht gewonnen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Raffle gewonnen. Ja. Yeah. Aber ein Kollege von mir hat dann irgendwie einen Schuh gewonnen. Dann habe ich den vercheckt und dann meinte ein Kollege von mir aus Dortmund so, ey, schau dir mal Supreme an. Okay. Und dann habe ich mir mal Supreme angeschaut. Wann war das? Das war bei der The North Face Leaf Jacket. Oh, ja, ja. Okay. Und ich weiß noch genau, ich habe mir die damals angeguckt. Die war eigentlich mega easy zu gucken. Also es wäre echt nicht so schwer gewesen. Die war relativ lange online. Und ich habe mir das noch angeschaut und dachte mir, nein, das Design ist scheiße, das will bestimmt keiner haben. Weil ich keine Ahnung von Supreme, okay, The North Face, okay, und allem hatte. So, ich habe den Drop einfach geskippt. So. Ja, ja, ja. Und dann im Nachhinein, heute weiß ich, dass das nicht so clever war. Ja, ja, ja. Aber ich bin reingekommen halt 2016, da war diese SX16 Kids, so Spring Summer, ja, 16, ja, ja. Da sind so Urspieler plötzlich, ja, in Supreme, stimmt, gekommen. Stimmt. Aber damals war es halt noch so Ur-Underground, weißt du, was ich meine? Ja. Jeder, der Supreme getragen hat, war so Skater kind of und hat halt Weed gesmoked und, ja, ja, diese Musik gehört, so Rap gehört und so, ist Underground. Und jetzt ist halt so geworden, dass so jeder Supreme getragen hat. Dann, ja, warst du schon mal in London vor kurzem? Bro, ich war in London vor... Haben wir das 2017? Na, das ist zu lange her. Ich war letzten Sommer in London wegen dem Off-White Remover-Koffer. Den musste ich bei Harrods abholen. Weißt du noch, ich habe letzte Prüfung geschrieben, dann so aus der Prüfung raus, direkt in den Flieger. Ich habe mir den Flug gerade so gebucht gehabt, habe bei dem bei Harrods telefoniert, bin dann nach London geflogen, habe diesen Koffer abgeholt und da habe ich so einen Schock bekommen, weil halt in London trägt jeder Supreme. Du siehst Supreme-T-Shirts öfter, als du H&M-T-Shirts siehst. Ich weiß. Das ist so krank. Aber Bro, das war damals schon so, wo ich dort war. Es war heftig. Dort gibt es ja auch Supreme-Store und Palace-Store und sowas. Ja, ja, ja. Da habe ich auch ein paar Sachen gekauft. Da war kein Drop gerade, kein Orgel halt. Bei uns war auch, also als ich da war, die hatten drei Schlangen, also die hatten eine Schlange für die Schlange der Schlange. Wirklich? Ja, ja. Und alles, was es noch gab, waren von dem End-of-Season-T-Shirts so ein paar vereinzelte Größen. Okay. Und dafür hatten die drei Schlangen. Das konntest du What noch nicht mal resellen. Fuck. Das war so crazy. Das ist heftig, Alter. Und dann habe ich so mit dem Türsteher geredet und meinte so, ja, gibt's bei Palace auch eine Schlange? Und er meinte so, nein, Palace, oder ob die genauso lang ist, habe ich gefragt. Und er meinte so, Palace hat keine Schlange. Und ich so, okay, chill, dann gehe ich zu Palace, ne? Bin runtergegangen zu Palace. Ich wusste, dass da nichts zum Resellen gibt. So, weißt du, wenn du nicht am Drop-Tag da bist, kannst du schon vergessen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir dieses Clipper, weißt du, dieses Clipper habe ich, yeah, mir von Palace gekauft. Urnice, ich habe es voll gefeiert, eine Woche später verloren. Okay, okay. Ja, Alter, aber gehst du jetzt noch zu Drops und sowas? Ah, hier in Wien? Ja. Was droppt denn momentan in Wien? Ja, ich meine, wenn Schuhe droppen. Ja, wenn Schuhe droppen, so, dann ist entweder The Soulbox, wenn, mhm, die so 10 interessante Paar Schuhe kriegen, machen die ein Campout. Für den Air Force Skeleton haben die Kiddies, also haben echt viele Kiddies, so, die haben eine ganze Nacht gecampt. Und der Schuh ging danach, nee, für 130 Euro. Für 130. So, die haben für 30 Euro eine ganze Nacht gecampt. Ja, aber Bro, ich war dort, mein erstes Campout war für diesen Royal Blue Jordan, gell? Und ich bin hingekommen und ich wollte den halt einfach resellen für so 100 Euro Profit, ja, oder sowas, okay? Und ich war halt dort und die Leute sagen alle, ja, sie sparen schon das ganze Monat darauf und sie wollen den aber alle behalten und sie haben kein Geld, aber sie geben alles aus, um den Schuh, ja, zu behalten. Aber ich dachte cool mir so, eigentlich. Damn. Ey, aber ich dachte mir so, damn, du gibst dein letztes Paar aus dafür, weißt du, was ich meine? Und für mich, ja, aber war das guck mal, halt, das verstehe ich dann so, das ist Teil der Community. Du gehst dahin, setzt dich dahin, schaust dir den Schuh an, sparst dein ganzes Geld dafür, kannst kein Reset sein. Du willst den Schuh haben, dann setzt du dich die ganze Nacht dahin und kaufst du den. Das finde ich cool. So, wenn jetzt jemand sagt, er möchte das so machen, dann respektiere ich das. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite oder so und ich habe nicht die Zeit dafür, mich dahin zu setzen, da komme ich dann ins Spiel. Dann besorge ich dir für ein bisschen mehr Geld. Weißt du, dann setze ich jemanden in die Schlange, bezahle den dafür, dass er in der Schlange sitzt. Der gibt mir den Schuh und ich vermittle den an die Person, die den Schuh gerne hätte, aber aufgrund von Umständen oder einfach nicht bereit ist, sich da hinzusetzen. So, ich respektiere beide Sachen und ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Eh, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde es esig, wenn man so da begeistert ist davon, weißt du? Ja, ja, safe. Und ich bin halt aber nur reingekommen wegen, wo die Yeezys gedroppt sind, die Moonrocks, gell? Mhm. Damals warst du noch gar nicht drin, oder? Nein, nein, nein. Da, ich weiß doch genau, so, der Kollege von mir hat sich die gekauft und ich so, ey, das ist voll behindert, so viel Geld für Schuhe auszugeben. Und er so, nein, die sind das wert. Und ich so, schau mal, hier, ich habe die jetzt nicht bekommen, aber ich glaube, ich bestelle mir Fakes. Und dann war die Fake-Seite sogar sold out. Was? Ja, ja, der ist so, warum kriegt die nicht mehr? Und dann hat er sich irgendwo Fakes gekauft. So, ich weiß es doch genau, er hat sich Fakes gekauft, hat ewig lange rumgesucht und hat für die Fakes, glaube ich, genauso viel gezahlt wie für die echten. What the fuck? Ja, ja, also so Retail halt, ne? Weil man keine Fakes mehr bekommen hat. Er war dann richtig glücklich auf seine Fakes, so, weil niemand noch nicht, bei uns in der Stadt hatte noch nicht mal jemand die Fakes. So, die konnte man noch nicht mal kriegen.
Das waren wahrscheinlich richtig gute Fakes oder was. Oh, ich kann es dir heute nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, dass der die gehabt hat. Mhm. Und die waren ja, das Spezielle daran war ja, dass das so eine Naht war nur, ne? Das war ja das, das war ja das Krasse an den Yeezys, an den ersten. Weißt du, was ich meine? Wie eine Naht. Ach also so, ja, Naht, nur die genau, Naht. Genau, das war ja revolutionär in der Sneaker-Welt. Okay, damals ja, die Roshis waren ja auch so ähnlich. Aber die hatten nicht diese Naht. Die hatten, glaube ich, zwei oder mehr. Aber auf jeden Fall, da war es so, das war die eine Naht und das war das, was krass war. Okay. Und dann ist sein Opa da reingekommen und meinte so, er sucht schon mega lange nach solchen Schuhen. Und weil es halt Fakes waren, hat er ihm die dann geschenkt. Und meinte so, ja, hier, nimm die. Und dann ist sein Opa die ganze Zeit mit diesen Fake Yeezy Turtle Dove durch die Gegend gelaufen. Und das war so, sind die ganze Zeit immer ein paar jüngere Leute so hingekommen, sind zu ihm gegangen, hat er uns immer erzählt, wenn wir ihn getroffen haben, und meinten so, ob das echte sind. Ja, Bro, aber es gibt halt, wie ich reingekommen bin, weißt du, was so das Business war, dass Leute auf Spock haben sie angeboten, okay, ich habe die Fake Yeezys, aber du musst bestellen und zwei Monate später bekommst du die. Ja. Und das war das Business. Der bestellt die von AliExpress und zwei Monate später zählt er die für 100 Profit. Ja, klar. So, ganz ehrlich, so wenn das legal, also wenn man jetzt mal alle legalen Sachen außer Acht lässt, machst du mit Fakes viel mehr Kohle. Du kannst Drittbestellung machen, natürlich. Überleg dir mal, wie viel Kohle du machst. Ey, du kannst halt viel mehr bestellen. Ja, so. Aber du brauchst den Schuh gar nicht in der Hand, sondern du kannst wie mit dem Fahrrad machen. Aber gibt es so einen großen Markt für Fakes? Natürlich. Ja? Mindestens genauso groß wie für Resale. Okay. Mindestens. Überleg doch mal, guck mal, das sind wir genau wieder bei den Leuten, die wir gerade hatten. Das sind die ambitionierten Sneakerheads. Die sparen ihr ganzes Geld, setzen sich vor den Store, leben von der Community, weil es ist ja nicht scheiße, wenn du campst. Du bist ja mit Leuten, die auch genauso wie du wegen dem Schuh campen. Chillig. Ist cool, ein paar zocken irgendwie Fußball davor. Da wird die ein oder andere Sache geraucht und es gibt kein Campout ohne Shisha. Ist so. Echt? Ja, momentan kein Campout mehr ohne Shisha. Wirklich? Das ist echt crazy. Okay, ja. Das ist richtig lustig. Und das ist aber auch so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast keinen Bock, dich da hinzusetzen, aber du willst diesen Schuh haben, du kannst dir aber kein Resale leisten, dann bleibt dir nur noch das Plagiat. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Plagiate sind krass heutzutage. True, aber findest du das cool so, wenn man Fakes trägt, oder? Also, judgest du das, oder? Ich judge es auf keinen Fall. So ganz ehrlich, wenn ich jemanden mit Fakes sehe auf der Straße, habe ich immer ein gemischtes Gefühl. Mhm. Denn wenn ich ihn sehe und er weiß nicht, dass er Fakes hat, denke ich so, ich muss es ihm eigentlich sagen. Aber wenn er weiß, dass er Fakes hat und gezielt Fakes gekauft hat, ist er irgendwie angepisst oder bloßgestellt. So. Deswegen ist es für mich immer ganz schwer. So, ich habe zum Beispiel schon mal mit jemandem, von dem ich weiß, so, dass er eigentlich eher so ein Sneakerhead ist, der hatte Fake Off-White Chicago. Und ich bin mal irgendwann so zu ihm gegangen, so, ey, Bruder, sind die echt? Und er so, ja, nicht so. Was hast du dafür gezahlt? Und er so, ja, 900. Und ich so, ich muss mal mit dir reden. Also ich gucke mir das gerne nochmal genauer an, aber auf den ersten Blick sind die nicht echt. Ja, kann nicht sein. Er so, ey, ich schicke dir Bilder und alles und die waren halt todesfakes. Und ich so, ey, tut mir mega leid. Hat er so Legit-Check gemacht in so Gruppen oder sowas? Früher, ja, als ich mich noch nicht auskannte, habe ich so selber Legit-Checks gemacht. Mittlerweile schreiben mir regelmäßiger Leute, ob ich ihnen hier und da helfen kann. Ich bin da auch immer sehr cool an. Ich helfe also den meisten, wenn ich so das Item wirklich selber in Hand habe, dann mache ich eigentlich immer Legit-Checks. Okay. Weißt du, so wenn du jetzt jemand bist, mit dem ich schon mal was zu tun hatte, mit dem ich schon mal eine Weile geschrieben habe, dann mache ich dann Legit-Check. Wenn mir jetzt irgendein XY dahergelaufener, mit dem der noch nie irgendwie meinen DMs war oder so, mir schreibt, ey, kannst du mir Legit-Check geben auf einen Schuh, den ich selber verkaufe, sage ich wahrscheinlich nein. Aber wenn das einer ist, mit dem ich irgendwie schon ein bisschen geschrieben habe. So ja, safe. Es ist ja auch wichtig, so Beziehungen zu behalten zu den Customern. So, das ist einfach eine Community. Dass sie bei dir bleiben. Ja, eben. Warst du in so Streetwear-Gruppen und sowas? Ach, kenn ich immer noch. Ja? Ja, klar, Basement, alles. Basement? Kennst du Verband Botanischer Gärten? Natürlich, Verband Botanischer Gärten war somit die erste, in der ich damals drin war. Ja, safe. Ich weiß noch, das war ein Kollege von mir aus Dortmund, der hat das Ganze immer ein bisschen mehr schon gemacht mit dieser Streetwear und so. Und ich bin dann irgendwie, ich habe so gesehen, dass der da auch so dabei war. Und der hat mich dann damals so in VBG reingebracht und meinte so, ja, schau dir das mal an. Und VBG ist so ein bisschen deutsche Streetwear-Kultur für Anfänger. So ein bisschen. So, da kann man so richtig, da wird man so richtig schön reingeführt. Okay. Es ist so familiär. Es ist so, du hast da nicht diese Haie wie überall sonst. So, du hast so nette Leute, weil weißt du, wie die Streetwear in Paris abläuft? Na. Junge, die schlagen sich bei den Drops. Okay, ja. Da gibt's immer Auseinandersetzungen. In New York habe ich heftige Videos gesehen. Hast du gesehen, wo der gerobbt wurde für 10.000? Crazy. So ein Dude, weißt du, es ist, dort ist schon heftig, Alter, weil das sind ja echte Gangs und sowas. Die ist in Paris Scheiße. Auch, ist in Paris auch. Ja? Ja, hast ultra viel Kohle dahinter. Ja, das stimmt. Glaubst du, in Wien wäre es auch so heftig? Ich
Also mit der neuen Regierung nicht. Die räumen überall auf. Die räumen überall auf. That's true, Alter. Ja, Mann, auf keinen Fall. Ich wundere mich eh, dass die Campouts noch nicht aufgelöst haben oder so. Ja, ich meine, das ist eh immer ein bisschen so eine Grauzone bei den Campouts. Ja, solange sich alle benehmen, ist es okay. Weil viele wollten ja keine Campouts mehr machen oder sowas. Bei Footlocker zum Beispiel auf der Marie-Hilfer-Straße. Mm. Deshalb die ganzen Raffles und sowas. Ja. Was findest du besser? Findest du Raffles besser oder Campouts? Also ich war einmal bei einem Campout und da bin ich die ganze Nacht geblieben. Mhm. Das war mir dann irgendwie zu stupid, weil ich musste VWA schreiben, weißt du, für die Schule. Ja. Und dann war ich in der Bibliothek und dann bin ich wieder hingekommen und sowas. Und alle halt, die dort waren, habe ich alle gekannt, weil ich halt die alle schon verkauft habe, weißt du. Ja, ja. Und dadurch war es ein bisschen chilliger. Aber ich hatte dann eine Party an dem Abend und dann bin ich zu der Party gegangen, dann bin ich wieder kurz zurück und alle waren so mega dead und es war scheiß kalt. Ja. Und ich so, ey Bro, ich denke mir das auch immer so. Manchmal kommt ja dann, wenn es so richtig regnet, so kommt die Besitzerin des Stores oder der Besitzer des Stores und sagt so, ey Jungs, so ich schreibe euch jetzt alle auf, geht nach Hause. Passt okay, schon. Okay, das ist chillig. Das ist auch fair, weißt du, das ist so für die Community da sein. Zum Beispiel Footlocker macht das, glaube ich, finde ich nicht schlecht. So, ich war da einmal bei so einem Campout, das war der Yellow Orcree ist da gedroppt und der ist mit dem Track Red noch gedroppt, weißt du, die Jordans. Die waren so auch, wie die neuen Yeezys, die jetzt kommen, waren die so kontinental aufgeteilt. Oh, okay. Ja, es gab den gelben und den roten gab es in Europa und Amerika, glaube ich. Nee, den gelben und den roten gab es in Amerika, den grünen gab es, glaube ich, in den USA und irgendeinen in Asien. So. Die waren irgendwie aufgeteilt, grün und blau, so noch. Auf jeden Fall, da war ein Typ, der hat das gemanagt und der hat das eigentlich echt gut gemacht, muss ich sagen. Weißt du, dem lag auch was daran, dass wirklich alle Leute fair behandelt werden, dann passt das auch. Ja, es sind ja immer bei den Campouts, stehen ja so Asiaten davor, ja, ja, die dann gleich so alles abkaufen wollen. Und ich meine, manchmal habe ich das auch gemacht. So einmal habe ich gewonnen beim Raffle bei Footlocker und dann bin ich rausgegangen, habe das direkt für 100 Euro mehr verkauft. Das ist okay, nicht schlecht. Ja, weißt du, so, weil besonders die Asiaten, weißt du, das Heftige ist, wie viel höher die Preise sind dort. Ja, ja, ja. Weil ein Dude, den ich kannte, der hat immer Resell eingekauft und dann noch für Profit nach Asien verkauft. Und so ein Dude aus Hongkong und der wollte immer alles haben. Weißt du, von Palace. Immer noch ohne Ende. Ja, und ich war in Frankreich, war ich in Paris da und sie haben mir gesagt, sie lassen keine Chinesen mehr rein. Also bei den Drops. Ja, das ist aber, das kannst du auch nicht bringen. Das ist jetzt irgendwie menschenrechtlich auch schon wieder schwierig. Ne? Und sie meinen, weil sie meinten irgendwie, die Chinesen holen dann die Sachen nach China und tun sie dann faken dort. Stimmt nicht. Das Ding, wie das in China läuft, ist so, die haben ihren Markt. Also die haben einen sehr großen Unterschied zwischen arm und reich. Die Spanne geht da sehr weit auseinander. Das heißt, du hast sehr arme Menschen, du hast sehr reiche Menschen. Und was sich aber auch über die letzten 20, 30 Jahre entwickelt hat, ist, dass die asiatische Mittelschicht extrem gewachsen ist. Da entwickelt sich gerade eine Mittelschicht. Die hat ein bisschen weniger als unsere Mittelschicht, aber die können sich auch viel leisten. Und bei denen ist es so, dass das Prestige oder wie man sich anzuziehen hat, wenn man in der gehobenen Gesellschaft ist, ist nicht so wie bei uns, da, ich würde jetzt mal sagen, die Leute, die in der gehobensten Gesellschaft sind, laufen bei uns in der Regel im Anzug rum. Aber die da tun es nicht, die laufen für ihr Geschäft im Anzug rum, aber eigentlich, was da cool ist, sind Rolex-Uhren, Omega-Uhren, Breitling-Uhren, Hublot und dazu tragen die alle Supreme, Off-White, ja, Louis Vuitton und Gucci. Es ist so. So ist es bei denen. Und wenn die dann diese ganzen Sneaker haben, die sie brauchen, zahlen die da drüben Unmengen an Kohle für. Das ist natürlich dann auch wieder eine Hand drüber, die kontrolliert, wer da in welchem Store wie arbeiten darf. Aber das ist ja in jedem Land, wo ein bisschen weniger starke Regierung ist. Und dort gibt es ja auch so viele Resell-Stores. So ja, in Japan. In Japan gibt es irgendwie 3 Supreme-Stores oder sowas. Ja, die meisten gibt's in Japan. Shibuya, glaube ich. Ja, Shibuya hat auf jeden Fall einen. Wo die anderen sind, weiß ich nicht. Aber die haben auch höheres Retail da drüben. Echt? Ja, ja, ja. Aber ich habe so Videos gesehen, nämlich von Japan, wie sie dort anstehen in der Schlange. Dort war so alles so urgesittet und sowas. Im Gegensatz zu England, in London oder sowas. Ja, die haben das ja mittlerweile schon mit diesem, dass du dich anmelden musst und dann deine Nummern kriegst gemacht. Ne? Ja, es ist in Paris ja auch so. England und Paris halt so, weil es da einfach nicht anders funktioniert. Ja, halt. Ja, ja. Aber weißt du, das ist einfach eine andere Kultur. Das ist genau das Gleiche, wie wenn die, weißt du, wie die sich anstellen? Nein. Wenn die so an öffentlichen Ämtern sind, die ziehen ihre Schuhe aus, stellen die Schuhe alle in eine Reihe und dann weißt du immer, wer dran ist, wegen den Schuhen. Das ist so clever und sitzen einfach ganz entspannt da. Wow, ja, das ist das nice. Das ist einfach ein diszipliniertes Volk. Ja. Zum Beispiel, ich habe gerade auf der Uni noch gehört, dass du in Japan dein Geld zurückbekommst, wenn die Bahn mehr als 2 Minuten Verspätung hat.
Wirklich? Ja. Was zum Fick? Ja, guck, deswegen funktioniert sowas bei denen halt, Ja, ne? ja, ja. Weil das ist auch so die Kultur und die Erziehung so ganz anders bei denen. Eigentlich voll interessant. Ich möchte mir Shibuya auf jeden Fall mal angucken. Ich finde die Ja. Marken da richtig, richtig krass. Eben, dazu also von Designern und so, Ja, von Mann. Fashion, es gibt dort so viel, das ist Diese da fast. ganze Techwear-Scheiß ist richtig, richtig lit eigentlich. Aber ja, wie ich halt damals begonnen habe, gell, da sind diese NMDs rausgekommen am Anfang, gell. Human Race oder welche? Nein, 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 normale NMDs. Die NR2, diese rot-blau an der Seite. Ja, genau. Ja, die sind krass. Und dann noch die Grünen und sowas. Und wie ich damals war bei diesem Campout sozusagen oder an dem Tag, wo der Drop war, da waren vielleicht vier, fünf Leute, meistens Asiaten. Und sonst hat es keinen interessiert damals. Und Ja. ich habe die verkauft immer nach London oder sowas oder wo halt dort schon urviel Leute drauf waren. Ja. Und jetzt halt plötzlich ist es halt so viel geworden. Mittlerweile ist halt krass, ne? Ja, aber jetzt deshalb habe ich halt dann auch aufgehört, weil es so viele Leute gemacht haben. Und es dann immer schwerer geworden ist und so viel andere Leute interessiert wurden dadurch. Aber du hast ja generell, glaube ich, nicht so viel direkt mit den Leuten zu tun, oder? Mit welchen Leuten? Mit die von dir kaufen. Doch, doch, doch schon. Ja? Also es ist halt, wir machen halt viele Messen und sowas, da triffst du halt alles Mögliche. Es ist halt schon geil, wenn du so in Hamburg jemanden auf einer Messe triffst, dich mit dem unterhältst, der so sagt, ja, ihr seid eigentlich ganz entspannte Jungs, so, wie heißt ihr auf Instagram, und der dir einfach schon folgt, so, das ist halt, Okay, das ist dann okay. halt schon nice. So, deswegen kann man sagen, dass so, ich habe jetzt, ich mal denk mal, wenn du hast ja auch so knapp 2000 Follower gehabt damals dann, Ja. dass du die meisten von denen halt wirklich irgendwie gekannt hast oder so. Ja, ich halt alle, weil weißt du, ich hatte Meetups, ich hatte fast nur Meetups. Das war Ja, so mein Lieblings, weil ich mochte die Meetups damals. ja. Weil ich habe urchillige Leute kennengelernt dadurch, wirklich sau Ja. viele Leute damals. Besonders wo ich die Brillen verkauft habe, gell? Hast du erzählt. Weißt du, das war so das Heftigste, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Weil ich war so auf Partys und die sehen die Brille. Und alle so, yo, ich will diese Brille haben, ich will diese Brille haben. Ich sage so, I got you, ich habe 10 dabei, weißt du. Und das war damals halt heftig, aber. Ja, bei mir ist so, ich mache halt auch schon regelmäßiger Meetups, aber sonst übernimmt das halt eben oft auch irgendeiner der anderen, deswegen treffe ich nur ein Drittel der Leute halt. Aber wo du Okay. halt wirklich Leute triffst, halt so, wenn du zu den Drops gehst, das ist ja mittlerweile eine richtige Community, du hast eigentlich immer die gleichen Leute da. Es Yeah, ist ist teilweise true. so, wenn ich irgendwie mich mit einem Kollegen am Stephansdom treffe oder so, gehe ich noch kurz in die Soulbox runter, quatsch so ein bisschen mit den Angestellten, weil wenn du resales, gehst du so oft da rein und raus. Weißt du, so, ich krieg nirgendwo Backdoor, tue ich nicht. Aber du gehst halt da rein und wenn du so 10, 20 Mal da reingegangen bist, verfreundest du dich irgendwann mit dem Angestellten da an und dann bist du cool mit denen und du kriegst halt trotzdem nichts über die Hintertür, aber du gehst halt, ist halt viel entspannter, gehst da rein, quatscht mit denen auf Ey, Leinwand ich kenn und dich. fertig. Aber wie machst du es dann, weil dein großes Business ist ja, oder was du lieber machst, ist, dass du Ja. Bulk Bulk einkaufen, Bulk kaufst. verkaufen. Ja. Ja, das geht in Österreich nicht. Das geht hier nicht in Wien. Das geht auch nicht in Deutschland. Das sind teilweise Märkte, die sind in Osteuropa. Manchmal gibt es auch irgendwie auf einmal einen Typen in Deutschland, der so 50 Paare hat. Dann gibt es nächstes Mal wieder einen in Frankreich. Das ist das, warum du dieses Netzwerk brauchst. Du hast keine fixen Abnehmerquellen oder so. Und in Österreich, also, das ist eigentlich echt schade. So, wenn hier in Wien was gehen würde, dann wäre es noch viel nicer, aber hier. Das Einzige, was ich hier mache, ist irgendwie ab und zu mal ein paar Leute dafür bezahlen, dass sie sich bei mir eintragen. Also ein paar Leute, sage ich so, ich mache das schon manchmal so mit 10, 20, 30 so. Ich sage 30 Leuten, ja, komm, holt mir den Schuh. Ich gebe euch jeder einen Zehner. Jeder gibt, wie so ein asiatischer Ein Bikeboy halt. Zehner? Ja, Zehner, 20, kommt drauf an, Aber die welcher machen, aber Schuh. ich denke mir immer, warum machen die das? Weißt du, weil ich habe, wir haben das früher in der Klasse immer gemacht, wo ich noch Ja. in die Schule gegangen bin. Ja, bitte alle für uns anmelden für das Raffle und weil die wussten nicht, dass man das verkaufen kann, weißt du? Aber dann sind sie langsam draufgekommen, aha, das kann man dann verkaufen, Ja. weißt du? Und dann wollten sie das nicht mehr machen und dann fragen alle selber, hey, wer kann sich für mich anmelden und sowas. Und ich Naja, du denke mir musst immer, halt warum verkaufen bedenken, sie es nicht selbst? vielleicht können, also teilweise können sie es ja gar nicht verkaufen. Zum Beispiel Yeezy, die letzten Yeezys, die rausgekommen sind, die haben ja keiner interessiert. Ja, Niemand hat die ja gekauft. welche meinst du? Die 700er, Morphs sind es die die? Narita, ich kann nicht merken, wie die Dinger heißen. So grau mit dem lachsfarbenen unten. Warte, ich zeig dir Heißen die mal. Morphs? Nein, nicht die Maus. Die Maus sind schon ewig her. Bro, weißt du, ich bin so draußen, ich habe so keinen Plan mehr davon. Ich habe es ewig nicht mehr gecheckt. Warte, ich zeig dir eben ein Bild. Inertia heißen die hier da. Die da. Okay. Die sind schon draußen? Ja, die sind jetzt Samstag rausgekommen. Okay, hast du die gekauft? Ja, nur die Base Sizes. Nur Nee, die das Ding ist, Base-Sizes. ja, Base Sizes. Base Sizes Warum? regeln. Base Sizes sind stabil, Base Sizes steigen im Preis. Echt? Ja, Mann.
Besser ist normal, oder was? Nee, Base-Size ist Frauengrößen. Ey, aber ich meine, besser ist normale Size. Viel besser. Die gehen für mehr. Also schau mal, bei dem Schuh ist es jetzt so, der interessiert momentan keinen. Du könntest jetzt in den Laden gehen, kannst die kaufen. Okay. Safe, in jedem. Aber keine Base-Size, oder was? Base-Size ist auf keinen Fall. Base-Size kriegst du nicht. Base-Size kriegst du nicht. Das ist auch ein Frauenschuh, aber das Ding ist zum Beispiel, du könntest den jetzt kaufen, wenn du davon jetzt 20, 30 Paar kaufst und die dann liegen lässt, kannst du die wieder mit Gewinn verkaufen. Aber jetzt gerade interessieren die keinen. Okay. Und genauso ist es halt so, wenn ich halt sage, ich brauche den Schuh 20, 30 Mal und der ist am Anfang nur Retail-Wert und nicht mehr. Hat da keiner was dagegen. Teilweise kommen Leute zu mir und sagen, brauchst du noch einen für Retail? Und wenn ich meinen Bike-Deal dann schon gemacht habe, sage ich halt so, nee, ich brauche den nicht mehr. Und wenn ich meinen Bike-Deal noch nicht gemacht habe, nehme ich ihn manchmal einfach dazu und schicke ihn mit weg. Okay, aber trägst du die Sachen auch selbst oder verkaufst du immer nur Deadstock? Nein, ich verkaufe immer nur Deadstock. Ich verkaufe nur Deadstock, aber ich trage die Sachen auch selbst. Weißt du, ich bin so einer, wenn ich ein Klamottenstück kaufe, dann kann ich mich auch schwer wieder davon trennen. Echt? Okay. Zum Beispiel den Hoodie hier, ich habe so gefeiert, ich wollte ihn unbedingt haben. Was ist das für eine? Das Scarface Supreme. Ah, das ist von letzter Season. Boah, vorletzter, ich weiß es nicht. Okay. Ja, ich kann mich eher erinnern, die Scarface. Ja, die Collab war richtig krass. So. Ich habe den Film früher halt immer voll gefeiert. Und ich wollte den unbedingt haben und erster Drop kam und ich hatte damals noch irgendeinen Bot. Nicht funktioniert, gar nichts nicht bekommen. So also manual, ich hätte ihn safe gekriegt, aber ich habe es halt einfach auf den Bot gesetzt und hat nicht funktioniert. Und dann habe ich so, ich weiß noch genau, ich saß in der Uni so und habe die ganze Zeit auf die Restocks gewartet, weil ich wusste, die kommen immer genau zu der Zeit, in der ich Vorlesungen habe. Und ich saß da einfach, hab so mir die Vorlesung angehört und hab halt immer so Push-Up-Benachrichtigungen bekommen, wenn Restock war. Und ich klick so drauf, versuch so durchzukommen. Okay. Klappt nicht halt. Okay. Hat einfach nicht geklappt. Und dann war das der letzte Restock, ich hab mich schon voll geärgert. Und weiß ich noch, ich war zu Hause mit einem Kollegen, hab ein bisschen FIFA gezockt, krieg ich so Versandbestätigung für Supreme, so einfach aus dem Nichts. Okay, chillig. Urnice. Ja, braucht man Bots heutzutage, würdest du sagen, um online zu kaufen? Also, egal, ob du Bots hast oder nicht, im Endeffekt, das hat einer, mit dem ich zusammengearbeitet, gestern noch zu mir gesagt, im Endeffekt entscheidet der Cop-Gott, ob du was kriegst oder nicht. Okay. Weil es ist halt so, Bots ziehen auch nicht immer. Ey, manchmal ist es ja einfach random so, dass sie manche Kredit, ich habe urauf gehört, so, ich bin ja noch immer in der Supreme-Gruppe auf Facebook, gell, wo viele schreiben so, ja, meine Kreditkarte wurde nicht angenommen, wo sie direkt gekoppt haben und sowas. Ja, bei mir ging es und bei mir haben sie... Karte Klein hat nichts mit der Kreditkarte zu tun. Karte Klein ist einfach generell, da steht dann immer, ich weiß nicht, was der genaue Text ist, aber ihre Zahlung konnte nicht durchgeführt werden, vielleicht liegt es an ihrer Kreditkarte, es liegt nicht an der Kreditkarte, die haben einfach, du warst zu schnell durch oder... Supreme glaubt, dass du ein Bot bist und dann canceln sie das. Ja, das ist eben der Scheiße. Du brauchst genau dieses Mittelding und das ist eben so schwer zu bekommen. Ja, ist tricky auf jeden Fall. So, im Endeffekt ist halt online momentan, man muss sagen, Supreme hat das schon gut gemacht mit der Bot Protection. Ja. Das ist schon fair. Also ich denke mal grundsätzlich, ich glaube, wenn du einen Bot hast und 30 Leute, die manual koppen, kriegen die 30 Leute, die manual koppen, deutlich mehr als der Bot, egal wie gut er ist. Okay. Glaube ich. Ja, weil, kennst du Amos Dilo? Nee, sag mal nix. Er ist so ein Brand halt aus Philadelphia. Und die machen das so bei ihren Drops, dass du halt kaufen kannst. Dann sagen sie, okay, passt, wir schicken dir dann die Bestätigung. Mhm. Und in jeder Area, zum Beispiel in Wien, bekommen es 5 Leute. In LA bekommst du so viele Leute. Mhm. Und du musst halt schauen, wenn in deiner Area wenig Leute das gekauft haben, dann hast du hohe Chance, dass du es bekommst. Und so machen die das halt immer, damit nicht in einer Stadt alle das haben. Weißt du, das ist ziemlich nice. Ich kenne einen Typen, der ziemlich krass guckt. Also der ziemlich viele Sachen mit Bots rauszieht. Der ist ziemlich gut drin. Der macht das hauptberuflich, glaube ich. Ich kenne den nicht persönlich, so einfach aus dem Internet irgendwie. Was macht der denn? Macht selbst Bots oder was? Der baut selbst Bots und kopt von irgendwelchen Seiten. Und der hat früher mal in irgendeiner kleineren Stadt gewohnt. Und dann haben sie einfach seine ganze Stadt-IP gebannt. What the fuck? Die ganze Stadt. Keiner aus der Stadt konnte auf die Seite zugreifen. Ich weiß nicht mehr, welche Seite es war. Scheiße, Mann. Aber da würde ich mich auch eigentlich ziemlich feiern, wenn die wegen mir eine ganze Stadt blocken würden. Ja, jeder hasst den. Weil wissen die Leute das? Ach, keiner weiß, wer das war. Aber ich würde es trotzdem feiern. Okay, überleg mal, wegen dir blocken die so eine ganze Stadt. Ja, wenn die draufkommen, Alter, dann ist vorbei mit dem. Ich hatte hier mal so eine Zeit lang, habe ich immer Early Links bekommen. Weißt du, einfach so, das war einfach so ein automatisiertes Programm. Das hat mir einfach so Links auf mein Handy geschickt, wenn irgendwo was gekommen ist. Und ich hatte noch nicht mal einen Bot. Ich habe einfach immer nur auf den Link geklickt und war eh viel zu langsam. Ich habe dadurch nie was bekommen. Ich habe so Spaß immer drauf geklickt. Irgendwann war ich von Off-White gebannt. Wirklich? Ich hatte noch nicht mal einen Bot. Ich wurde trotzdem einfach gebannt. Ja, ich wurde von Great gebannt. Von Great? Ja, weil ich wollte diese Off-White Air Force verkaufen, die normalen, gell? Die ersten. Ja, und da hatte ich so gute Offers auf Great, weil da sind irgendwie viel mehr Leute, die Para haben auf Great, kommt mir vor.
Also kann schon sagen, meine auf Experience sind überfallen viele mehr Leute, die scammen. Die scammen? Ja, ja, all diese amerikanischen Plattformen, so, das ist ganz gefährlich. Aber wie meinst du scammen? In welcher Hinsicht? Ach, alles mögliche. Wir hatten zum Beispiel mal einmal einen Fall, das war bei Bump, glaube ich. Und da hat irgendjemand, also Bump ist eine coole Plattform, so, ich unterstütze das grundsätzlich. Was ist nochmal Bump, genau? Bump ist genau so, die arbeiten mit Trusted Sellern und dann kannst du darüber verkaufen. Und das läuft auch alles über PayPal, eigentlich hast du so Double Protection und so. Problem war nur, derjenige, der unsere Schuhe gekauft hatte, hat in den USA die gekauft und hat in den USA die mit einer geklauten Kreditkarte gekauft. Da sitzt du da auch wieder. So. Ich weiß nicht, ich glaube, der Fall ist immer noch offen. Okay, ja, was halt sau oft passiert ist, dass du mit Buyer's Protection kaufst und danach hat der kein Tracking und dann hast du das Paar schon verloren eigentlich. Weißt du, wenn du wem was verkaufst und er zahlt mit Buyer's Protection und du schickst es ihm und hast kein Tracking, dann hast du das Geld verloren. Du darfst nie ohne Tracking schicken. Eben, nie. Aber sogar wenn du mit Tracking schickst, ist es urtricky type, weil er kann sagen, okay, das war fake und da tut ein anderes Fake schon rein. Ja, und du musst so, deshalb war ich so vorsichtig dann immer, ich film alles genau, wie ich es einpack, wie ich es zur Post bringe, damit die dann nichts machen können und dann gehen sie trotzdem noch im Arsch und so. Also sie können dich schon immer noch ficken, das ist immer ganz ehrlich. Es gibt immer irgendeine Art gefickt zu werden im Endeffekt. Im Endeffekt kannst du, wenn du ein Wichser bist, findest du einen Weg. Ja. Yeah. Easy, weil weißt du, die Leute, die beginnen zu verkaufen, die denken so, okay, ja, wo ist die, schick ohne Tracking, weil ich sag so, ja, du kannst so sagen, ja, Tracking ist zu teuer und ich sag, okay, ich schick ohne Tracking, bam, Geld verloren. Mir hat mal einer Yellow Orchery wollte ich kaufen, habe ich irgendwie aus Deutschland bestellt, so, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die für mich selber wollte oder zum Weiterverkaufen, ich kann es dir nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat der mir die so geschickt und hat kein Tracking mitgeschickt. Und ich so, ja, Bruder, ey, ich vertraue dir da schon, so ganz ehrlich, ist gar kein Problem, aber die Schuhe sind noch nicht da. Und er so, nein, ich habe die geschickt. Und ich so, ja, aber die sind nicht da. Wo hast du die denn hingeschickt? Und ich so, ja, Bruder, das ist nicht die richtige Adresse. Ich habe dir das extra so hingeschrieben, so, ne? Alter. Und dann rufe ich so bei PayPal an. Ich habe so Claim geöffnet, habe bei PayPal angerufen und meinte so, ja, folgende Situation hier, er hat kein Tracking. Mhm. Er hat mir gesagt, er hat dann die und die Adresse geschickt. Das ist nicht meine Adresse. So, ich habe ihm die hier geschrieben, das steht da. Und dann meinte der so, ja, okay, ich schicke ihm das Geld mal zurück. Ist gar kein Problem, wenn er kein Tracking hat, so ist grundsätzlich seine Schuld. Krieg das Geld so zurück, kriege ich von ihm so, bist du jetzt glücklich? Nicht so, oder was? Alter. Ich habe ihm sogar vorher gesagt, ich muss einen Claim öffnen, ne? Und dann irgendwie ein paar Tage später kommen die Schuhe bei ihm zu Hause wieder an, weil halt er das, die Adresse falsch geschickt hat und schreibt mir das nochmal so, ja, rat mal, was zurückgekommen ist. Nicht so, Alter. So, ganz ehrlich, das würde ich an deiner Stelle nochmal üben mit dem Verkaufen. Aber meine Lieblingsleute so zu verkaufen waren die Asiaten auf jeden Fall. Weil die kein Englisch können? Nein, weil die so süß sind, Alter. Yeah. Er schreibt mir so, thank you, bro, I'm so happy, I love you, thank you, you're the best und so. Ja, weil du nicht weißt, wie viel Kohle die damit gemacht haben gerade. Ja, Bro, wer weiß, Alter, vielleicht verkaufen die dafür das Doppelte oder was, aber ich mache auch Para, er macht Para, also ja, im Endeffekt cool, passt so, das. Ja, das ist cool, so, ich gar kein Problem mit so. Ich kenne einen Kollegen von mir, der verkauft immer so seine gebrauchten Sachen dann in Asien drüben. Der hat da Familien noch und der hat teilweise, der hat einen gebrauchten UNC Off-White, der kostet hier so, boah, ich weiß nicht, ich habe lange nicht gecheckt, ich würde mal sagen, so ein Tausender kostet der hier. Der drüben für 2,5 weggehauen, gebraucht. Wow, das ist krank. Yeah, Bro. Was ist eigentlich deine Lieblingssache zu verkaufen? Zu verkaufen? Boah, früher waren es Yeezys. Mhm. Yeezys waren der Hammer. Du konntest Yeezys so schön schnell flippen, schön wegdrücken. Ja, ja, ja. Aber, also das Allerniceste, was am meisten Spaß gemacht hat zum Verkaufen, waren eigentlich, weißt du noch, wie die Off-Whites gedroppt sind? Da war ich schon draußen eigentlich, aber ich kann mich schon erinnern. Ja, es war halt so, du konntest die zuerst bei den Fashion Weeks kaufen, in Mailand, London, Paris und New York. Und da hatten die zwei Size Runs. Mhm. Und ich habe in Mailand, habe ich 15 Paar Schuhe bekommen, also jeden dreimal. Du bist nach Mailand geflogen? Ja, ich bin nach Mailand geflogen. Ich habe so eine Einladung, also man konnte irgendwie so Einladungen dahin schicken und das habe ich gemacht und dann habe ich die irgendwie bekommen. Wie eine Einladung hinschicken? Also ich habe mich so irgendwie so dafür per E-Mail beworben und dann haben was hast du dir geschrieben, dass sie dich annehmen? Boah, ich weiß es nicht mehr, Alter, schon herbe lange her. Ich so irgendwie so, hey, I love this. Oder was, nee, sowas gar nicht, sondern einfach nur von wegen, ja, hier, da, die und die Schuhe und es war keine große E-Mail, so ich habe es auf die Schnelle geschrieben, okay, halt. Aus irgendeinem Grund wurde ich da ausgewählt. Du dachtest wahrscheinlich gar nicht, dass du ausgewählt wirst, oder? Natürlich nicht, ich habe die einfach so aus Spaß an der Freude da geschrieben.
Und dann war es halt so, ich brauchte noch einen Termin. Und die Termine habe ich aber gar nicht ausgemacht, denn es war eigentlich so, dass man sich über so ein schnelles Anmelden, konnte man da irgendwie so die Sneaker auswählen, dann konnte man den Sneaker auswählen, dann einen Termin wählen und dann ist man immer so weitergekommen, sodass wenn man am Ende angekommen war, hat man maximal noch einen zweiten Sneaker auschecken können und dann waren alle weg. Okay. Bei mir war das aber so, dass ich das halt nicht getan hatte und dadurch, dass ich den Termin nicht ausgemacht habe, habe ich so viele Sneaker wie möglich auschecken können, weil es auf Italienisch war, ich konnte kein Italienisch so. Ich bin da halt so durch und dann habe ich noch, haben wir da ewig mit denen rumtelefoniert und habe es mit zwei Kollegen gemacht und haben dann halt im Endeffekt irgendwie unsere Termine im Nachhinein bekommen und konnten die Schuhe dann abholen so. Und das war eigentlich das Coolste, weil da gab es, glaube ich, jeden Schuh auf der Welt in jeder Größe 10 Mal und viele haben ihn halt getragen und ich kann mir das einfach nicht leisten, das zu tragen. Zu dem Zeitpunkt habe ich 2-3 Monate gereselt und das Leben in Wien ist teuer, so, es ging nicht. Ja, ich hatte keine 2000 Euro, um die auf Schule zu machen. Ist es dein Fulltime-Job jetzt, oder was? Ich studiere Fulltime, aber ich mache so nebenbei das halt, ja. Also ich kann davon auf jeden Fall mein Studium unterstützen, so. Und du kannst davon ganz leben, würdest du sagen? Ja, vielleicht, doch, wenn ich Vollzeit machen würde, könnte ich davon auf jeden Fall leben. Es kommt immer auf die Arbeit an, gell, weil das war immer die Frage, die, also ich und ein Homie, wir haben damals, ich hatte eine Seite, Hit Vienna, er hatte eine Seite, die hieß Blipper. Und die Frage, die wir die ganze Zeit bekommen haben, ist, wie viel Geld machst du? Kannst du davon leben? Und ich sage immer so, Bro, es kommt drauf an, wie viel Arbeit du reinsteckst. Weißt du, was ich meine? Wenn du voll viel Arbeit reinsteckst, schaust, dass du alles bekommst und wirklich gescheit hustlest, kannst du gut Geld machen damit. Und wenn du einfach nur beim Drop so ein Beanie kaufst, das für 20 Euro verkaufst, machst du ein bisschen Geld. Weißt du? Ja, klar. Es ist halt so, es gibt gute Wochen, es gibt schlechte Wochen. Zum Beispiel damals mit den Schuhen, da sind, glaube ich, knapp 11.000 Euro rumgekommen. Das ist halt krank. Du machst so, du kaufst 15 Paar Schuhe und machst damit 11.000 Euro Gewinn. Das ist crazy. Das ist krank. Das habe ich halt mit zwei Kollegen gemacht. Durch drei ist immer noch gut. So. Kann man sich gar nicht beschweren. Es gibt so Wochen. Was machst du damit? Alles reinvestieren. Reinvestieren. Alles reinvestieren. Nicht blauen. Nein, gar nicht. Alles reinvestieren. Du bist ein Dude, der gut mit Geld umgehen kann? Ja, deswegen stehe ich BWL. Ah, okay. Ja. Ich versauf gar nichts davon, das wäre voll dämlich, wenn ich jetzt so, ich meine, ich bin noch voll jung so und jetzt gerade ist Geld mega viel wert, weil keiner Geld hat und je mehr Geld man hat, desto mehr kann man damit machen. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt so 50 wäre, dann wären irgendwie so 2000 Euro, die ich durch Sneaker verdiene, glaube ich, nicht so viel wert wie jetzt mit 21 so. Ja, auf jeden Fall. Also 21 bist du jetzt. Ja. Okay. Ich resell eigentlich, seitdem ich so 19 bin circa. Also jetzt zwei Jahre, boah, vielleicht 19, 20 so in dem Dreh, ja. Okay. Ja, ich habe damals begonnen während der Schule halt, aber für mich war es so eher Hobby, weißt du, ich meine, ich habe es einfach gern gemacht und damit Geld gemacht dann. Leute sagen so, ja, du musst so viel Zeit investieren für das Geld und so, was ich sage so, Bro, so, mach das gern, weißt du, was ich meine? Ja, ist bei mir auch so, das Coole beim Resellen ist, dass du eigentlich nur mit coolen Leuten zu tun hast. Bei mir zum Beispiel war es früher so, ja. Aber... Also am Anfang, wo ich begonnen habe, weil da war halt die Szene noch mehr so underground, weißt du, was ich meine? Aber dann irgendwann hat jeder halt begonnen, das zu wollen und sowas. Und dann war es nicht mehr so, weißt du? Ja, aber es ist part of the game. So, das ist ja nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich ganz cool, wenn alle Leute sich dafür so ein bisschen interessieren. Auch wenn das jetzt gerade so eine modische Erscheinung ist oder vielleicht wird es auch irgendwann mal sein, dass sich nicht mehr alle Kiddies oder so dafür interessieren. Aber was ist denn so verkehrt daran, wenn so ein 13-Jähriger sich gerne YouTube-Videos anguckt und da Supreme ein bisschen feiert, so. Gut, dass er jetzt irgendwie, wenn er jetzt sein Taschengeld da zusammenspart und sich dann da irgendwie ein T-Shirt für 70 Euro kauft, kann man jetzt halten von was man will, aber solange ihn das glücklich macht. Ich habe auch, als ich jung war, viel Geld für dumme Sachen ausgegeben. Ich weiß nicht, ich habe mein Taschengeld damals für Beats-Kopfhörer ausgegeben. Okay. Junge, Beats-Kopfhörer, das braucht man überhaupt nicht. Hat mich damals glücklich gemacht. Wenn sie glücklich macht, ja. Kennst du diese Videos, wo der diese Socken rausnimmt und sagst, oh, kennst du das? Ja, das kenn ich, das ist geil. Wir haben sogar tatsächlich, wir haben auch so Off-White-Socken. Wir haben die gegen irgendwas getradet auf der Hypecon hier in Wien. Warst du da? Nein, ich war noch nie auf so einer Convention oder einer Messe oder sowas. Aber die ist cool eigentlich. Die Hypecon hat am Ende sogar freien Eintritt. Also so, die haben die letzte Stunde, haben die, glaube ich, einfach alle reingelassen. Ja. Und die machen echt eine coole Sache, weil früher, also eigentlich sind so Sneaker-Events nur so, da sind Aussteller, Leute gehen durch, kaufen irgendwelche Sachen. Und bei der Hypecon ist halt so, dass viel mehr, da passiert was. So, die hatten Auktionen, die hatten einen Raffle, das haben wir zusammen mit denen veranstaltet. So, wir haben Air Max 90 für Retail rausgegeben. Okay. Mit denen.
Also ein... Bei einem Raffle oder was? Oder? Ja, so wenn du das Ticket gekauft hast für die HypeCon, hast du automatisch am Raffle teilgenommen. Okay, das ist sick. Ja, das ist echt cool. Ich war bei einer Convention vorher. Das war, kennst du Streetwear Vienna? Nein, ich glaube nicht. Da ist so eine Seite in Wien, der postet so Fitpics, weißt du, von Leuten. Und der hat so eine Messe gemacht, wo halt Leute hingekommen sind und chillen konnten und sowas. Und er hat halt lauter so scheiß teure Sachen verkauft. Ja. Und mit noch so einem anderen Brand zusammen, und so Reseller aus der Schweiz. Okay. Aber glaubst du jetzt, in Wien gibt es viel Konkurrenz für dich? Naja, es ist halt so, das kommt darauf an, was man als Konkurrenz sieht. So, wenn man sagt, jetzt so für Resale, es gibt viele Leute, die Resale noch will haben und sowas. Und du warst ja vorher schon vor mir im Game, es gibt auch andere Leute, die vor mir im Game waren und Sachen gemacht haben. Aber es ist halt immer, es geht immer nur darum, welchen Preis kannst du anbieten, für welchen Preis kannst du verkaufen. Und sind deine Sachen echt? Und bei mir ist es so, wenn man bei uns auf die Seite kommt oder irgendwie, keine Ahnung, uns kennenlernt oder über uns Sneaker bestellt, weiß man, die Sachen sind echt. Das weiß man allein schon dadurch, wer bei uns Sneaker kauft oder wenn Freunde Sneaker kaufen. Ja, genau, das ist alles. Und auf dem Level wird es mit Konkurrenz in Wien derzeit schwer. Kann sein, dass es da mal irgendwann wieder mehr Konkurrenz gibt. Kennst du viele andere Reseller so in Wien? Ja, alle. Ah, okay. Man kennt sich untereinander, natürlich. Okay. Ich kenne jeden. Ich habe auch mit ein paar Leuten so, jeder schaut natürlich auf sich selber, aber wenn jetzt einer aus dem Store rausgeht und zu mir kommt und mir einen Schuh verkauft und sagt, hier willst du den haben, dann ist das so, wir machen das nicht so wie Haie. Sondern dann kommt der andere und wartet und lässt mich das machen. Wenn ich sage, ich will ihn nicht, dann redet er mit ihm. Okay, chillig. Und genau so mache ich das. Also ein chilliges Verhältnis mit den anderen Leuten? Ja, mit manchen, nicht mit jedem, aber mit ein paar hat man ein gutes Verhältnis. Das manchmal gibt es so. Auch Beef oder was? Ah, es gibt kein Beef. Okay. Für Beef, so wäre ganz ehrlich, wenn es Beef gibt, hast du die Kontrolle verloren. Und wenn du die Kontrolle verloren hast, kannst du eh nichts mehr gewinnen. Ich meine, bei mir damals war so teilweise ein bisschen Beef mit Leuten, weißt du? Besonders mit diesen Brillen. Und manche Leute dann so, ja, Bro, ich verkaufe die Sachen. Und dann sage ich so, ja, feier. Und dann, weißt du, was ich meine? So, ja, kauf die bei mir und kauf die nicht bei ihm. Ja, so, genau, ja, sowas. Aber im Endeffekt, ich meine, es gab halt fast keine anderen, die so eine Seite hatten oder sowas, weißt du, die verkauft haben. Und das ist dann erst alles gekommen. Und dann gab es einfach so viele. Und ich habe damals auch nicht mehr so viel Para darin gesehen, weißt du? Mhm. Weil bei dem, was ich gemacht habe, wie ich es früher gemacht habe, ging es gut. Ja. Aber ich habe nicht so im Bulk gekauft. Ich hatte auch nicht Connections in andere Länder mit Leuten und sowas. Das ist halt alles so, es ist alles heute Teil des Spiels. So, das gab es damals nicht. Damals hast du so deine Sachen gekauft und hast sie vercheckt. Aber heute ist halt, es geht viel weiter. Du verkaufst im Endeffekt, wenn du diese Sachen kaufst, kaufst du die ja nicht zwangsweise, also du kaufst die zum Teil, weil die geil aussehen. Zum anderen Teil kaufst du die aber auch, weil die einen gewissen Lifestyle vermitteln. Und wenn du Der Lifestyle? Ja. Das ist der gleiche Lifestyle von Supreme, guck mal, du kannst halten von Supreme, was du willst. Im Endeffekt unterstützen die immer noch Skater dabei, dass sie Skatefilme machen können und sponsern die, was cool ist. Mhm. Und das ist der Lifestyle, den die vermitteln. Die vermitteln dieses junge, hippe, Alternative und ich gebe einen Scheiß auf alles. Und das geht auch Hand in Hand mit diesen Sneakern. Das ist halt so, schau dir mal diese ganzen Leute an, die Sneaker tragen. Das sind alles in den USA, diese Vorbilder da. Das sind Footballspieler, das sind Rapper, yes, das sind Musiker. Das ist jetzt nicht der amerikanische Präsident. Das ist halt ein Lifestyle-Produkt. Und deswegen musst du es auch beim Resellen irgendwie berücksichtigen. Es ist ein Luxusprodukt, du kannst es nicht verkaufen wie auf dem Flohmarkt. Aber es ist halt auch irgendwie so, es ist ein cooles Produkt. Es interessiert jetzt niemanden, in so eine Boutique zu gehen wie Louis Vuitton, da reinzugehen und zu fragen, ob eventuell der Sneaker noch da ist. So kauft man diese Schuhe nicht. Du kaufst sie halt eben durch die Community, in der Community oder halt eben online. Aber da schwingt auch noch dieses Lifestyle-Ding mit. Das, glaub, wie lange glaubst du, wird Supreme noch? Supreme? Ich meine, Supreme dieses Image haben, weißt du, dieses so, oder glaubst du, es wird so wie Abercrombie und Fitch gehen dann, weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass es wie Abercrombie und Fitch wird. Ich glaube eher, dass irgendwann mal dieser Hype, den wir jetzt gerade haben von Supreme, so ein bisschen abstirbt. Das wird so ungefähr dann sein, wenn die Sachen nicht mehr alles sold out gehen. Aber dann feiere ich das, weil ich finde, Supreme hat richtig, richtig krasse Sachen. Nur, dass momentan viel zu viel davon Resale hat. Deswegen würde ich es nie tragen. Aber so. Dass viel zu viel davon Resale hat? Ja, es hat Resale, deswegen trage ich es selber nicht. Ach so, ganz ehrlich, okay, deshalb wirst du es lieber verkaufen. Ich würde nie ein Boxlogo-Hoodie tragen.
der 900 Euro Resale bringt, wenn der, weil das für mich, das wäre, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht so ein Resale, ich kann nicht resellen, wenn ich einmal damit anfange, so richtig, richtig krass teure Sachen zu tragen. Und ich habe da für mich meinen eigenen Mittelweg gefunden. Ich habe immer 3 gehypte Schuhe, maximal. Okay. Wenn ich mehr habe, muss ich wieder einen Was verkaufen. Ist jetzt? Ich habe schon Waterspoon, den werde ich auch nie wieder verkaufen. Oh, okay. Den werde ich nie wieder verkaufen, der ist so krass. Dann habe ich einen, ich habe einen Spider-Man, weil ich immer einen... Der Spider-Man? Ja, Jordan Spider-Man. Kenne ich gar nicht. Der ist wieder Chicago. Okay. Nur, dass er eine andere Sohle hat, die ist so durchsichtig. Echt? Mhm. Sheesh. Und er hat so leichte Punkte drauf. Wenn du das fotografierst, reflektiert das. Aber sonst ist es halt nicht. Wie viel kostet der? Der hat damals, als ich den gekauft habe, war der noch bei Retail meiner Size. Echt? Mhm. Und heute kostet der in manchen Größen schon bis zu 400-500 Euro. Okay. Und das ist kein halbes Jahr her. Ja, urkrank, wie schnell sich das entwickelt. Glaubst du, hast ein gutes Gefühl dafür, was im Preis steigt und sowas? Ich weiß es in der Regel. Okay, ich weiß es vorher nicht. Hast du schon Fehlgriffe gemacht, wo du denkst, fuck, Alter, das... Naja, also so jeder Fehlgriff hat auch irgendwie was Positives gehabt. Zum Beispiel, ich habe mal mega viele Yeezy Blush gehabt, die allerersten 500er. Mhm. Und die sind richtig lange auf Retail gewesen. Naja. Ich habe es dann für Retail weggedrückt an irgendeinen Asiaten. Einen Monat später sind die hochgegangen wie sonst was. Was, ja? Ja, die sind mittlerweile in Base-Size, sind die bei 700, 800 Euro. Und ich habe die für Retail verkauft. Also 50 Paar. Mein größter Fehlgriff waren halt die Louis Vuitton Supreme Schuhe. Das ist tricky gewesen bei dem. Manche Sachen waren so viel wert, manche Sachen waren gar nichts wert. Ja, ich dachte mir so, na klar kaufe ich die, oder wenn die jetzt schon da sind und niemand weiß, ist das sicher. Ja. Oder, ich würde die direkt verkaufen. Und dann halt niemand wollte. Und ich will sie auch nicht tragen, weil ich finde, to be honest, sie schauen nicht fair aus. Nein, sie schauen echt nicht so nice aus. Ich weiß auch nicht, für wen die gemacht sind, weil so vom Schnitt her wäre das eigentlich ein Schuh so für jemanden, der es halt trägt, weil es gerade cool ist, aber eigentlich mehr so einen konservativeren Stil hat. Aber dann sind sie einfach rot. So, das funktioniert halt einfach nicht. Wenn sie so schwarz wären, Loki. Ja, dann eventuell. Es gibt ja diese weiß-roten, aber die sind auch schon wieder schwierig. Ja, es ist mir hat heute noch einer angeboten, Louis Vuitton Keepall mit Supreme. Was ist das? Das ist die Tasche. Ah, okay. Die rote. Oh. Ja, ja. Die geht für 4, ne? Ja, ich habe auch so gedacht, die geht für 10, aber als ich so geschaut habe, war sie so bei 6,5. Okay. Auch schon wieder gedroppt. Die war schon mal höher. Okay, und du hast so viel Geld zu investieren oder was und sowas? Ach, ich gebe mein Geld ja nicht aus. Also ich reinvestiere ja alles. Ja, ey, Bro, und ja, dann das ist mittlerweile, ich habe jetzt zum Beispiel auch die erste Kollektion von Virgil da, bei Louis Vuitton, da haben wir auch die Prism-Tasche gekauft. Okay, ja, hey, ist es nicht das, was du in deiner Story gezeigt hast? Diese? Ja, genau, diese reflektierende, diese Plastiktasche. Bro, die ist fahr, die ist richtig geil, das gut. Aber halt schon wieder... 5.000, ne? Kostet. Wie viel hat die gekostet? 2,7. Damn. Was machst du? Du behältst jetzt die ganzen? Nein, Quatsch. Wenn mir einer ein gutes Angebot macht, verkaufe ich die, ansonsten behalte ich die, weil die ist wertstabil. Wer kauft es? Pierre-Emerick Aubameyang hat eine. Wer? Pierre-Emerick Aubameyang ist Fußballspieler. Okay. Der hat eine, dann, ich habe genug Käufer für die. Aber so Modelboys, ein paar. Okay. Da meinte einer, er will so bis zu 10. Boah, aber ich meine, kein Average Dude kann sich sowas leisten. Was ja, ich... Average Dude kann sich auch keine 500-Euro-Schuhe leisten. Ja, ich meine, da 500 Euro kriegst du schon irgendwie hin, weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Wenn es dir so wichtig ist, dann kriegst du das Geld irgendwie. Ja, boah, was jetzt auch richtig mies ist, war vor kurzem, was sich krass entwickelt hat, waren die Union Jordans. Die waren am Anfang so auf 500, was schon ein stabiler Preis ist, aber die sind jetzt innerhalb von 2 Monaten auf den Taui geklettert. Ja, schau, damn, Bro, schau. Immer, wie ich dir zugehört habe, auch am Samstag beim Videodreh, dachte ich mir so, fuck, ich muss wieder wegkommen ins Resale-Game. Ja, das ist schwierig, so Mann. Mittlerweile kann man doch richtig mies einfahren, wenn man sich nicht auskennt. Ich weiß, ich meine, ich kannte mich früher extrem gut aus. Ich wusste immer alles, weil ich halt die ganze Zeit auf Facebook war, alle Preise checken, diesen Gruppen und sowas. Aber jetzt bin ich so lang schon draußen, dass ich so fast gar keinen Plan mehr habe. Das ist doch mittlerweile so Supreme. Da wird diese Saison, mache ich mir keine Sorgen. Also man muss sich sowieso keine Sorgen um die machen, aber nächste Saison wird interessant. Weil da könnte der Hype sterben. Weißt du, dieses Jahr ist 25 Anniversary. Da werden die eine Menge krasse Sachen raushauen. Zum Beispiel nächsten Donnerstag kommt Supreme Stone Island. Mhm.
und ein Teil der Supreme NBA Collection. Also das wird auf jeden Fall ein krasser Drop werden. Und dann gibt es das Swarovski-Bogo noch dieses Jahr. Ja, yeah, das kommt auch noch safe. Raus, so mit Steinchen hier. Das wird aber viel limitierter als alle anderen Box-Logos bis jetzt. Wie kriegst du das? Plugs? Vielleicht Plugs, muss ich mal schauen. Okay. Also so, wenn sie es nur online releasen, ist immer schwer, dann ist immer Copgod. Aber wenn in-store oder vielleicht sowas, du weißt es selber, so als Louis Vuitton selber Sachen released hat, das war der Türöffner. Da haben alle Leute Sachen bekommen. Weil Louis Vuitton Sachen anders released als Supreme. Genau, genau. Und wenn Swarovski Sachen bekommt, ist da wieder mehr möglich. Aber wenn Swarovski nichts bekommt, dann nur noch über Plugs. Ja, aber es war auch schwer. Also bei Louis Vuitton war es auch nicht so obvious. Weil sie haben es nicht gesagt so irgendwie. Das tun sie nie. Eben. Und ich habe sogar angerufen, weil meine Mutter arbeitet dort in der Nähe halt. Ja. Und sie haben so gesagt, ja Maxi, die haben jetzt diese Louis Vuitton Supreme Kollektion. Ich denke mir, shit, haben die das Bogo oder was? Boah. Und dann gehe ich halt direkt hin, ich sehe die Schuhe und ich habe angerufen, yo, habt ihr wirklich die Supreme Kollektion da? Und sie so, nein, nichts davon gehört. Mhm. Ich so, was? Und dann, Mama, komm, hör auf. Und dann gehe ich hin und habe mir halt die Schuhe gekauft und das war mega unnötig. Man hätte pre-ordern können bei Louis Vuitton Supreme in Wien. Echt? Ja. Ah nein, voll habe ich eh gemacht. Ich habe mich angemeldet, aber sie haben sich nie bei mir gemeldet oder sowas. Hast du versucht zu pre-ordern? Ja, ich war dort. Was hast du pre-ordern wollen? Boah, ich weiß es nicht mehr, Alter. Aber ich glaube, das Bogo. Ich kenne wen, der hat die Jeansjacke gepre-ordert. Und der hat die bekommen? Ja. Ha. Ja, das ist sick. Das ist richtig sick. Das ist das krasseste Teil eigentlich der ganzen Collection, finde ich. Ich meine, das Bogo-T-Shirt ist auch geil, aber diese Jeansjacke finde ich so lit. Weißt du, was ich nicht mehr sehen kann? Was? Diesen Hoodie. Ja, der kriegst du. Das ist zu viel. Aber weißt du, warum ich ihn nicht mehr sehen kann? Warum? Weil den so viele in Fake haben. Ja. Und es ist, ich immer wenn einer den trägt, Juice WRLD hat den getragen, glaube ich. Juice WRLD hat den echten. Ja, natürlich hat er den echten. Ja, nicht zwangsweise, also genug Celebrities tragen Fakes. Ja, ist auch true, aber ich meine, er wird das schon. True. Ich meine, was ich auch gehört habe, ist, dass so viele Celebrities scammen, weißt du, Rapper. Ja, zum Beispiel von kennst du Rich the Kid? Ja. Von ihm habe ich so viele Stories gehört, dass er so sagt, ja, Lee Smith, meet up for the shoes, man. Dann kommt er mit den Schuhen und Rich the Kid sagt so, okay, passt, nimmt die Schuhe und fahrt weg einfach im Auto. Cardi hat das auch gemacht in der Schweiz, da gab es so die fette Story, ja, wo er ein Konzert hatte und ein Dude hatte so einen Mantel irgendwie für 15.000 oder sowas. Ja. Und Cardi sagt so, yeah, man, I liked it, let me try it on. Geht zum Tourbus, probiert ihn so an, Tourbus zu, fahrt weg zum Flughafen und fliegt weg. Cardi. Ja. Kenn ich nicht. Playboy Cardi. Ah, okay, klar. Alter, krank. Ja, gibt's ohne Ende. Aber ich meine, wenn Rapper die ganze Zeit darüber rappen, so Drug, Finesse und sowas, ich meine, irgendwie ja, muss der es sind schon halt denken. Irgendwie, die kommen von der Straße, ist halt authentisch. Ja, yeah, aber trotzdem, ich meine, wenn du so viel Power hast, so, komm mal. Ja, es hat doch nicht jeder von denen so viel Power. Mhm. Was auch true. Mhm. Da habe ich auch Stories gehört, dass sie sagen, ja, das ist zu teuer, das ist zu teuer. Label kassiert halt oft auch, ne? Eben. Und sie geben halt auch scheiß viel aus, also Jewelry und sowas. Und im Endeffekt haben sie dann selbst gar nicht so viel Power. Das verstehe ich auch nicht, so dieses ganze Jewelry-Flexen aus den USA. Ja, ich glaube, das ist halt auch so Branding und sowas, weißt du, was ich meine? So ja, für Instagram, für Cloud und sowas. Ich glaub, jeder das macht sich ja dann was. Irgendwie eine Chain momentan mit sich selber drauf. Ja, oder so. Genau, irgend sowas. Hier Boogie with the Hoodie hat sich jetzt auch letztens eine Boogie-Chain gemacht. So. Ja, kennst du Icebox? Nein, sag mir nichts. Okay, die verkaufen ich an alle Rapper. Diese. Ah, doch, die kenne ich, klar, natürlich. Die machen auch so YouTube-Videos, wo die Rapper reinkommen und so. Ja, habe ich gesehen. Das ist so ihr Business. Aber ich denke mir, wird das in Österreich gehen? So, ich glaube es kaum. Dass die Jewelry? Ja. Boah, schwer. Ich meine, wer hat so viel Geld hier? Weißt du, was ich meine? Weil du musst überlegen, wie viel mehr Geld die Rapper machen in Amerika wie deutschsprachige. Ja, die machen, aber du musst auch bedenken, wie viel mehr die verkaufen. So ein, wenn jemand in den USA relevant ist, ist er auch in Deutschland relevant. Wenn jemand in Deutschland relevant ist. Er hat die ganze Welt in Amerika relevant. Wir sind Deutschland, Österreich. Du bist in Deutschland relevant, das reicht schon, da bist du auch schon krass dabei, aber du bist halt auch nur im deutschsprachigen Raum relevant. Ja, eben. Und das ist halt das Problem. Aber es geht auch krank bei manchen Leuten. Ja, klar. Aber ich verfolge das. Verfolgst du Deutschrap, oder? Ja, teilweise schon. Also früher mehr. Ich weiß, ich bin noch so ganz früh, habe ich immer so mit 14, da war Genetik mein Shit, das habe ich immer gehört. Ja, okay, früher. So, Fötus war ein krasses Album. Da hat man richtig gehört, das haben die noch bei sich im Kleiderschrank aufgenommen oder so. Das war ein geiles Album. Ich habe es richtig gefeiert. Und mittlerweile, ja, Genetik immer noch mal wieder so, weil nicht mehr so wie früher. Was höre ich sonst noch so im Deutschrap? Momentan höre ich viel 187.
Einfach nur, weil ich Echt? so, ja, da haben die ein Album, ich höre es immer auf dem Weg zur Uni. So bin ich ein bisschen aggressiver geladen, weil ich die Leute da nicht so mag, die meisten. Wo bist du, Und WU oder was? ja. Okay. Also ein paar von denen sind schon so mittelcoole Menschen, Ja, ich sagen wir es mal meine, ich war so. immer auf einer Party von WU-Leuten und das war so richtig, die waren so stuck up, Ja, weißt das du, ist es, das war Alter. so heftig, alle sitzen so dort in Anzug und, oder nicht Anzug, aber halt mit Hemd und Dings und so, und sind so, hey, lass ein bisschen Musik, ich Ja, nehme Mann, so, das ist Bro, ganz, ganz weird. Aber da höre ich halt immer 187 und vor allem finde ich das neue Album von Alex und Maxwell ziemlich nice. okay, ja, zum Beispiel sowas kenne ich fast gar nicht. Young Horn oder so Ja, vielleicht? doch, auch natürlich Young Horn Okay. immer. Young Weil Horn ist witzig. er ist, glaube ich, der meiste, oder Young Horn und Rinzo, die so diese amerikanische, am ehesten diese, Eher Rin und als wo, Young Horn. ja, ich meine, Young Horn hat er auch ja auch so begonnen mit diesem Ja. Trap-amerikanischen, weißt Aber du, ich was ich würde halt meine? sagen, jetzt ist so Rin Trap und Mhm. Young Horn ist Fake Rap. Ist was? Fake Rap. Fake Rap? Das ist ja ein eigenes Genre. Fake Rap? Ja. Habe ich noch nie gehört. Das ist so ziemlich genau, was Young Horn macht. Das ist Fake Rap. Was Ich war. weiß nicht, also wie man es beschreiben soll, so, aber. Also ich habe Young Horn. Also so, keine Ahnung, dass dieses halb ernst gemeinte, irgendwie halb gute, aber trotzdem Du meinst so melodische. wie Meme-Rap so ähnlich, oder was? Ja, so in die Richtung halt. Du weißt ja, so wie Young Horn halt. Okay. Ich meine, teilweise hat er auch so ernstere Sachen, aber teilweise ist es auch so Meme-Shit. Ja, voll. Aber ich mach's nicht so Cloud-Aktionen. Das ist halt, weil es noch ein bisschen fehlt so Ja. in deutschsprachiger Musik. Das stimmt wirklich, das Nur wundert so mich im eigentlich. Underground machen das Leute so. Shoutout Isle of a Kim oder sowas. Vielleicht Ja. du, kennst du die eigentlich, weil du kennst Team 128. Kennst du andere von diesen Undergrounden? Nee, also die ich aus Deutschland kannte, die groß geworden sind, die sind alle nicht mehr underground so. Wer war das damals? Ich habe früher ein bisschen so, kannte ich ein paar Leute aus dem Team von Sierra Kid. Dann eine Freundin von mir hat viel zu tun mit oder studiert mit den Jungs von BHZ. Ja, safe, Und die weil. sind ja mit 102 und die sind dann ja auch wieder so ein bisschen mit 128. Die haben ja auch ein bisschen was mit denen zu tun Na, und so. Symtex nämlich, der hat früher hier gewohnt in dem Zimmer, war mein Ja. Mitbewohner. Der hat, kennst du Bier von BHZ? Ja. Das hat er produziert zum Beispiel. Das ist ein krasses Lied, ich feiere es mega. Ja, er Ich kannte spielt es schon diesen. vor 128. Also bevor ich 128 kannte, kannte ich schon Bier und hab's immer gepusht. Ja. Der ist produziert, nicht schlecht, Mann. Ja. Er ist ein Boss. Shoutout Symtex. Gute Wo ist er Besserung. mittlerweile? Wo ist er Jetzt, hingezogen? also das Ding ist, ich habe mit Symtex gewohnt eine Zeit Ja. und es wurde mir dann einfach ein bisschen zu viel so, zu viel, weil ich bin so ein Dude, der lieber alleine lebt, weißt du, was ich Ja, meine? verstehe Weil ich. ich brauche meine Ruhe, dass ich produktiv sein kann und sowas. Und wenn die ganze Zeit Leute da sind, die chillen wollen und sowas, dann packe ich das nicht. Ja, Und so viel gefährlich vor Weed allem. gesmoked wird und sowas, weil ich will auch so, damn, Bro, ich will worken. Und ich habe immer versucht, ihn zu motivieren. Im Endeffekt, es war auch eine nice Zeit, weißt du, ich habe auch viel gelernt Produziert dadurch. er noch? Im Moment, ich weiß es gar nicht, im Moment, er kommt auf jeden Fall wieder rein jetzt. Ist Ja. leider Computer kaputt geworden und sowas, muss man viel Ah, regeln. hat mir Moonman erzählt, Ja, genau, der ja. Scheiß ist auch, weil ich habe eine EP gemacht mit Symtex. Und die ganzen Tracks sind drauf, die noch gemixt werden müssen. Das ist Stimmt, halt, das hat er mir ja. erzählt, die sind alle, die Festplatte ist gecrashed, ne? Genau, Alter. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir das wieder bekommen. Fuck. Aber wie läuft bei dir sonst so, wenn du sagst, dass eigentlich alles fertig war schon? Wie, alles Wann kommt fertig? von dir neues Zeug? Ja, ich habe jetzt Video gemacht mit Symtex zu unserem ersten Track. Dann habe ich ein Video gemacht zu Amo Stilo. Das ist dieser Brand da. Ja, ich weiß. Da habe. Kennst du den Track? Ich kenne den Track nicht, Ah, aber okay. ich weiß die Brand. Und da haben wir jetzt auch ein Video gemacht. Und jetzt will ich halt davor noch ein paar Tracks droppen, die Videos droppen und danach Nice. fucking EP droppen mit Symtex. Sowas. Es sind jetzt halt nicht so viele Tracks, wie wir gehofft haben. Wir wollten es eigentlich fertig machen, aber dann waren immer Probleme und sowas. Aber er muss auf jeden Fall wieder produzieren, weil Bier ist krank. Bier ist ein geiles Ey, Lied. na, er produziert eh die ganze Zeit, aber es ist halt auch scheiße irgendwie, wenn du diesen einen Hit hast, dann Ja. so groß geworden bist und du wirst es immer chasen und sowas und Ja, dann ist es ja. immer so. Also ich weiß noch, die 102 Boys habe ich gefeiert. In dem Moment, wo sie beim Splash die Drohne mit Bier beworfen haben. Ab dem Moment habe ich sie gefeiert. Bro, und deshalb wurden sie ja gebannt vom Splash. Ja, aber das habe ich so gefeiert. Das fand ich so Weil ich geil. habe gehört, sie dürfen immer auftreten Ich beim weiß. Splash und deshalb sind sie dieses Jahr nicht dort. Ja.
Haben sie eh irgendwie, das haben sie sogar in einer Line gehabt, warte, wie ging die denn noch? Irgendwas von wegen, wir zerlegen Festivals und trotzdem keine Gage oder so. Ja, irgendwie sowas. Sie haben keine Gage bekommen, oder was? Ja, haben sie gerappt auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein krasses Lied. Das ist eine krasse Line. Das ist einfach eine geile Aktion, weißt du, die Jungs sind auch echt. Besoffene Drohne abwerfen könnte mir auch passieren. Ja, eine Drohne abwerfen, Ja. die da zum Filmen geflogen ist Das war so eine oder Drohne, die haben die fürs Promo-Video gehabt. Und die ist so an das Künstlerhaus rangeflogen und sollte so Crow in, wie an einem Fenster sitzen, irgendwie alibimäßig Beats produziert filmen. was? Und dann Okay. filmt die so auf Crow zu und man sieht so unten die Jungs von 102, wie die so am Saufen sind und irgendeiner wirft einfach so ein Bier nach der Drohne. Bro, das ist aber auch eine sicke Aktion, to Es be ist echt honest. geil, Alter. Ich hab's voll gefeiert. Ich verstehe, dass sie gebannt werden, aber es ist eine geile Aktion. So, Also echt, der hat come die on. Drohne noch nicht mal getroffen, ist halb so Hat sie wild. nicht getroffen? Nein, er hat sie nur danach So, geworfen. bitte. Okay. So, easy, Also chillig. Ikea und Virgil droppen eine Collab. Ja, Anfang April. Da gab es schon mal einmal einen Release in Paris. Und ich hatte meine ganzen Deals eigentlich ausgemacht. Ich hatte schon mehrere von den Teppichen halt quasi so gesaved. So Hatte Jungs. Proxys oder was? Ja. Hatte Jungs in der Schlange und alles, war alles chillig. Es ist so eine Pariser Bande vorbeigekommen, hat einfach alle verprügelt so. Im Endeffekt hat keiner irgendwas bekommen, sondern den ganzen Drop runtergeschafft. Niemand hat was gekriegt. Nur, es gab nur den Aber sie haben VIP-Drop. es nicht gekauft, die Sachen, oder Niemand was? konnte was kaufen. Die haben nichts Okay, mehr verkauft, nur, Alter, I das war bevor die überhaupt swear. released haben, so. I swear, Ja, okay, dann das gab ist es nur so heftig. einen VIP-Drop, da haben halt nur so Freunde von Virgil irgendwas bekommen. Okay, und was ist mit. Willst du jetzt was haben davon? Safe. Für dich oder zum Auch für Resale? mich. Ja? Ja, so ein Teppich muss schon sein. Ja, ich meine, du kannst die Wohnung scheißgeil einrichten damit. Ja, ist mega nice. Also die droppen jetzt irgendwie Anfang April in Europa. Ob Österreich was bekommt, weiß man nicht. Hast du vor, so eine. Kennst du Round 2? Warst du mal Ja. dort? Nein, aber ich kenn's. Weil die haben ja auch einen Raum, so unten mit einer mega fetten Sammlung, einfach mit lauter Shit, den sie haben. Ja, das ist Hast du crazy. auch vor, so eine Sammlung zu machen mit so lauter Shit? Boah, dafür muss ich aber noch ein paar Jahre verkaufen, dass ich so eine Sammlung machen kann. Aber du hast ja jetzt schon eine fette Sammlung, oder du wartest da, du wartest, bis du es dann wieder verkaufen kannst für noch mehr, oder was? Ja, safe. So gerade Off-Whites, die verkaufe ich gerade eigentlich nicht wirklich. Ich habe jetzt meine ganzen, ich habe noch ein paar Air Force vertickt, die Vols. Da habe ich ein paar von verkauft noch. Aber ansonsten lasse ich da gerade alles liegen, weil The Ten ist zu Ende. Selbst wenn neue Schuhe kommen und und Virgil und Nike nochmal was zusammen machen mit anderen Paaren, wird es halt nicht The Ten sein. Und The Ten wird krasser sein, weil überleg mal, in welchem Schuh möchtest du noch eine Collabo haben? Die einzigen, die mir einfallen, sind Jordan 4er, die geil wären. Von Off-White. Ja. Vielleicht ein Cortez, das war schon schwierig, weil das ein, also da was Interessantes zu machen, das hat Kendrick Lamar ja schon probiert, das fand ich Ein jetzt nicht Yeezy. so lit. Ein Yeezy, das ist ja Adidas, funktioniert ja nicht. Kann ich mit Adidas machen? Machen nur Ja. mit Nike? Ja, momentan, The Ten ist Nike. Boah, ein Yeezy, das ist ja hier AliExpress hoch 20. Gibt's fix. gibt es. Ja, auf AliExpress. Ja, Ja, sicher. Auf natürlich. AliExpress gibt's alles, Bro. AliExpress Ich Beste. habe früher so mal ein bisschen auf AliExpress geshoppt und ich habe mir so eine North Face Supreme Jacke gekauft, gell? Und ich habe die bekommen und das war so eine ganz normale, wirklich Billigsdorfer Jacke, so klein, gell? Weil die Ja. Chinesen so klein sind. Ja. Und dann das Supreme-Logo hier so schief und dann darunter so North Face, hat richtig trash ausgesehen. Ich dachte so, Halt. ich wollte einfach schauen, ob das gut ist oder Ja. nicht. Aber im Endeffekt meistens die, ich weiß nicht, eine gute Fake-Seite war Loki, Bro, Unique Hype hießen. Nein. Nein, nein, das ist dieser Store in New York, gell? Weiß ich nicht, Mann. In New Okay. York hat letztens aber auch hier 2J Kicks macht jetzt einen neuen Store in New York auf. Ist es der, der mit Complexes interviewt? Genau. Ah, okay. Mit dem habe ich auch schon ein Interview gehabt. Wie? In Hamburg. Er hat Schuhe bei mir gekauft. Echt? Ja. Ein Rookie of the Ah. Year von mir gekauft. Okay, sick. Bist du gut mit ihm oder was? Kennst du ihn noch? Na, ich kenne ihn nicht besser. So, ich habe mich an dem Tag ein bisschen mit ihm unterhalten. Ist ein netter Typ. So ziemlich klein eigentlich. Ja, glaubt man nicht, aber Ja,
Er ist nicht so groß, also es ist bei vielen Amis so. Kanye West ist ja auch irgendwie 1,71 oder so. Bro, X war ja auch so 1,60 oder so. Ja, ja, Lil Uzi ist auch so scheiß klein. Lil Pump, so der ist. Lil Pump, das ist so süß. Ich habe irgendwann mal ein Video von dem gesehen, wo er so rappt auf so einem Küchentisch und der sieht einfach aus wie so ein Kind. Bro, ich weiß, so viele Rapper sind so klein, das ist so lustig. Das wahrscheinlich, weil sie so früh beginnen, Drogen zu nehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das macht halt viel kaputt. Nehmt keine Drogen, Kinder. Auf keinen Fall. Wenn ihr groß werden wollt, auf keinen Fall. Wenn es euch wurscht ist. Ja, ich meine, Größe ist auch nicht so wichtig im Endeffekt. Es geht um die Technik beim Rappen. Achso. Ja, was würde ich noch fragen? Was würdest du empfehlen? Wie steigt man jetzt ein in das Business, was du machst? Also grundsätzlich ist das Nice, dass du nicht viel Geld brauchst. Sobald du dir einen Schuh leisten kannst, kannst du damit anfangen. Du kaufst dir einen Schuh. Wenn du Glück hast und einen Schuh bekommst, der wirklich high in demand ist, dann kannst du ihn direkt verkaufen. Und wie bekommst du ihn? Entweder du musst dich anstellen. Entweder gehst irgendwo in campen oder du machst bei Raffles mit und hast irgendwann mal Glück und gewinnst eins. Es gibt ja genug. Man kann schon Raffles gewinnen, so ist es nicht. Ja, ja. Ich habe auch schon. Und du machst das. Oder du kaufst einen, der weniger gehypt ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, wartest du auf einen halb attraktiven Yeezy, kaufst den, lässt den ein bisschen liegen und verkaufst den wieder. Denn das Schöne ist, du brauchst grundsätzlich nur Geld für einen Schuh. Und sobald du das behältst, kannst du dir beim nächsten Mal schon zwei Schuhe kaufen. Ja, wenn du zwei Schuhe kaufen kannst, kannst du dir dann schon wieder drei Schuhe kaufen. True. Du darfst nur die Nerven halt nicht verlieren, wenn du dir einen Schuh kaufst und der am Anfang die ganze Zeit auf Retail ist. Und du dir denkst so, ich verkaufe den jetzt für Retail, dann habe ich halt Shipping Minus gemacht. Das darf dir halt nicht passieren. So, du musst grundsätzlich das wie eine Aktienanlage sehen. Das musst du mit Geld machen, das du verlieren dürftest in der Theorie. Genau. Und dann verlierst du es in der Regel. Hast du mit Aktien auch gemacht, oder? Ja, aber nur in den Jahren, die gut gingen. Ah. Ich habe so, als die ganzen Bitcoins waren und so, ich wusste, es ist eine Blase. Aha. Und man kann ja in Blasen investieren, solange man rechtzeitig rausgeht. Ja, es ist immer. Du bist rechtzeitig rausgegangen, oder was? Ja. Okay, das ist nice. Kann mich nicht beklagen. Mit Bitcoin, oder? Ich habe so eine Aktie investiert, die sich am Bitcoin-Kurs orientiert hat. Ah. Also genau gleich verlaufen, nur halt keine Bitcoins. Okay. Da musste ich mir nicht so eine nervige Börse anschaffen und alles. Ja, ich meine, so schwer war es dann auch nicht. Aber ja, weiß ich nicht. Ich habe mich damit weil ich hatte Bitcoins schon so. Wann war das? 2014 oder sowas. Damn. Und damals haben wir uns halt alle Bitcoin gekauft und wir haben das halt alles ausgegeben damals direkt. Und dann hat ein Homie halt Anfang 2017 oder wo er halt so auf 2000 war, wieder gekauft. Und dann war er so auf 17.000, gell? Und wir so, oh, er steigt noch. Ja. Und dann ist er einmal runtergedroppt auf 10.000. Also kaufen. Und dann ist er aber noch weiter runtergedroppt. Dann ist er noch weiter runtergedroppt. Ich dachte bei 10.000, ich war so lucky, ich habe noch bei 10.000 erwischt. Und dann aber im Endeffekt. Jetzt ist er bei 7 oder so, oder 6. Ja, ich verfolge es jetzt gerade gar nicht mehr so. Ich habe einfach noch diese Bitcoins, die ich habe auf dieser Börse halt. Mhm. Und ich denke mir halt, irgendwann werden sie vielleicht wieder steigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade gar nicht schlecht ist, in Bitcoins zu investieren, aber das ist halt so eine Glückssache, ne? Eben. Und bei Sneakers so bist du auf jeden Fall safer. Sneaker sind stabiler. Ja, meiner Meinung nach sind Sneaker auch eine bessere Anlage als Aktien oder alles. Du kriegst bei Sneakern ein richtig krasses Return. Und jeder Sneaker, wenn du, angenommen, du schnürst dir ein Paket aus Sneakern, so grundsätzlich, das steigt schon so um 10-20% in einem Jahr. Egal, welche du nimmst. Nimm dir jetzt so Off-Whites her, ein paar Yeezys, schmeißt du noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar weniger gehypte, ein paar Nike, paar, schmeißt Skeletons rein, sowas halt, ne? Das ist im Durchschnitt, glaube ich, nächstes Jahr 10-20% mehr wert. Und wo verkaufst du es? StockX. StockX? Na, könntest du in der Theorie. Aber, ich meine ja nur, ich sag nur, dass es okay. Super easy ist. Ich verkaufe gar nichts aus StockX, aber. Die nehmen ja Prozent dann wieder weg. Naja, ich meine ja nur. Aber dafür sind die Preise höher, oder? Auf StockX. Boah, geht so. Ich verkaufe nichts auf StockX. StockX ist manchmal ganz nett, um so zu gucken, was wert ist. Ja, safe. Aber ich verkaufe nicht auf StockX. Das wäre. Für dich unnötig. Wenn du einen Clientel hast. So. Ist es auch. Weißt du, wenn ich bei StockX verkaufe, kann ich auch einfach für den Preis, den ich von StockX bekomme, den Schuh hier verkaufen und mach irgendjemanden glücklich damit. Weil das sind ja eigentlich das, für das du an StockX verkaufst, sind ja eigentlich Steals. Wenn du all die Fees und alles so abziehst. Was der Verkäufer bekommt, ist ja eigentlich recht wenig. Ja. StockX macht den Preis ja nur so hoch.
Aber ich glaube auch, viele sagen so, StockX fickt den Markt. Tut er auch. Tut es auch. Vor allem macht es den voll kaputt, es zerstört die Community. Weil früher war es halt so, es war so ein Feilschen, man hat so geredet über Schuhe, so und ja, machen wir es so, machen wir es so. Und jetzt sagt einer so, ja, ich will den so und so, ja, aber StockX sagt das. So, es zerstört die komplette Community. Es zerstört komplett alles. Ja, so auf Facebook verkaufen, so das waren die besten Zeiten. Da weiß man schon so, ich bin legit, weißt du, ich habe so viel Ja. Legit-Check und sowas. Ich habe so viele Leute, die mich bumpen. Ich habe so viele Leute, die Ja, sagen, mein es ist legit. Bam-Bam. Ja, Mann. Das gibt's aber immer noch. Das ist jetzt nicht komplett weg. Weil viele Nee. Leute sich gegen StockX wehren. Oh, okay. Da gibt es so eine richtige Gegenbewegung. So, nein, Mann. Ich kenne richtig viele Leute, die nicht über StockX verticken. Ich meine, es war eh obvious, dass sowas kommt Ja, irgendwie. klar. Er ist auch clever gemacht, der Typ. Ja. So mit seinem Aufruf da, wo er so Spenden gesammelt hat dafür. Er hat es auch echt gut verkauft. StockX ist nicht furchtbar, so. Es fickt den Markt ein bisschen, aber Ich gehört meine, dazu. Ist Marktwirtschaft. ich wurde halt gebannt, zum Beispiel aus Verband Botanische Gärten damals. Warum? Ich habe früher immer so Livestreams gemacht dort. Okay. Ein Livestream und da habe ich halt so gerappt, Gitarre gespielt oder irgend so ein Bullshit, gell? Und das haben so 100 Leute zugeschaut. Und dann kannten mich halt so Leute dort und dann habe ich einmal, da gab es so ein Bild, so ein Dude hat irgendwie kommentiert, ja, irgendein dummes Kommentar und dann geht man auf sein Profil und das war so ein 12-Jähriger mit so zwei fetten Supreme-Sacker. Das ist so ein Meme geworden, gell? Er wurde urgeroastet. Und dann habe ich geschrieben, want to buy irgendwas Supreme und ich habe das Bild genommen von ihm mit den beiden Supreme-Sacker. Dann sagen sie so, ja, das ist Cybermobbing und du bist jetzt draußen. Ich sage so, ey Bro, sorry, so was ist ich, so come on, ich kenne dich und sowas. Er so, ja, nein, du bist draußen, ich bin nie wieder reingekommen. Ja, gut. Das war für mich ziemlich schade, weil das Ur der nice Platz war zum Verkaufen. So. Ja, VBG. Aber ich verkaufe gar nichts mehr bei VBG. Ich habe damals was verkauft. Das weiß ich noch. So, die 15. Das weiß ich auch noch genau. Das war so ein Kinderkram. Ich habe ein Bild gepostet mit den ganzen Off-Whites, die ich da in Mailand hatte. Habe ich noch aus Mailand gepostet. So. Es ging dann irgendwie hoch, als ich so 100 Kommentare hatte oder so, hat irgendwer meinen Post gelöscht von den Admins. Einfach Okay. so. Ja, ist doch so. In Wien ist noch geiler, weißt du. Einer hatte ein paar Schuhe von diesen Off-Whites und ich hatte eben 15 und ich habe alle 15 günstiger verkauft als er sein eines. Er hat sein eines Paar hochgestellt, ich habe meine 15 hochgestellt, ich wurde gebannt, bin nie wieder reingekommen. Aber Sneaker-Stock wären das mir auch wurscht. Und ich kenne in Wien eh jeder eigentlich, der im Gibt Sneaker-Stock ja Wien auch so war. wie Sneaker Talk Vienna oder was? Ja, so hieß die Gruppe. Ja, ist Oder die heißt geil? die? Ist die Nein, die ist geil? scheiße, die wird nicht Ja. wirklich betreut. Okay. Es gibt noch High Fashion Vienna. Die ist eigentlich echt ganz cool, die Gruppe. Aber da sind nicht viele Member drin. Es gibt in Wien eigentlich keine Gruppe, die cool Nee, ist. also damals halt war es halt chillig, halt immer über meine Seite zu verkaufen. So. Das habe ich geliebt, weil so viele Hypes aus Wien sind halt gefolgt. Und ich sage so, ein Dude will halt verkaufen. Dann sage ich, okay, passt, poste ich das. Und dann sagt wer ein Offer und dann verbinde ich die und oder Ja. ich kaufe so ein ihm ab und verkaufe sie dann, weißt du, was ich Ja, meine? Hab so easy. ein, das war halt das Chilligste für mich immer. Das ist echt nice. Ja, wir schauen halt bei uns gerade so ein bisschen, also wir schauen auch da drauf, dass halt, wir sind ja nicht so eine, wir sind nicht so wie SNF Mall, kennst du das? Das ist nur so, du kannst da auktionieren oder Want-to-Buys reinschreiben Ah, okay. und dafür zahlst du irgendwie 3,50 € oder so an den Typen, dafür, dass er das postet. So, sowas machen wir halt nicht, sondern wir schauen halt wirklich so, wir machen ein paar Bilder davon, schauen, dass da was weitergeht Aber und über was verkaufst du? Über Story oder über Instagram-Posts? ein paar Mal kriege ich Sachen per DM, aber im Prinzip bin ich ein guter Dealer. Weißt du, Leute haben meine Handynummer, melden sich bei mir, Was sie brauchen oder was und was du sie brauchen, besorgst welche es. Schuhe sie brauchen. Es ist wie bei jedem Straßendealer, der Drogen verkauft. Die rufen mich an, Bruder, hast du Yeezy? Ich so, Bruder, ja. Trifft Ja, mich Stephansdom. chillig. Aber du postest nicht so, wenn du was bekommst auf deine Seite und dann sehen die Leute, okay, Dings, 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 sie Na, nicht verkaufen. wirklich. Also ich mache jetzt, denke ich mal, so ein paar mehr Story-Posts wieder. Das war jetzt ein bisschen stressig, weil ich umgezogen bin. Deswegen war teilweise so, dass die ganzen Schuhe waren nicht bei mir, sondern woanders halt. Und dann konnte ich da nicht so viel posten. Okay. Und wir machen jetzt demnächst, wir arbeiten gerade daran, eine Online-Seite aufzustellen. Das ist grundsätzlich auch alles schon fertig. Wir hängen dann nur noch so ein bisschen an den Genehmigungen der Bezahlsysteme und am österreichischen Staat hier Wegen und da. Taxes und sowas. Ja, genau.
Okay. Und dann wollen wir, da, unser Prinzip ist eigentlich so, dass wir die drei aktuellsten Sneaker nur verkaufen. Und auch nur die, das sind jetzt gerade zum Beispiel rausgekommen, das wäre jetzt eben dieser Yeezy 700er da. Das ist davor rausgekommen. Ich glaube eh die Air Max 90er Off-White. Dazwischen war, glaube ich, nichts. Ah doch, dazwischen war noch der eine Turbo Green Jordan 1 und die Air Max 90s. Dass wir immer nur die drei aktuellsten Schuhe verkaufen, aber in allen Größen und zum besten Preis in Österreich. Halt, dass es auf jeden Fall günstiger als StockX ist, günstiger als was es noch alles gibt. So, dass wenn du nachschaust, dass du den günstigsten Preis da hast, zumindest in Österreich. Das ist sick. Das wollen wir machen. Und da halt alles andere, was überbleibt, was liegen bleibt, das stocken wir halt. Und hast du vor, auch das bisschen persönlicher aufzuziehen, so dass es, dass du hinter dem Brand stehst, weißt du, was ich meine? Das ist ja, natürlich. Also so, du kannst die ganzen Storyposts anschauen, da siehst du eigentlich überall, dass ich halt so dahinter bin. Ich mache die Bilder mit den ganzen Sachen. Wenn irgendwie jetzt mir eine größere Lieferung reinbekommen, machen wir halt schon mal irgendwie kurz ein Foto für Instagram. Dann, also ich bin schon dahinter so und ich bin auch die Ansprechperson, ich bin auch derjenige, der die DMs so auf Instagram beantwortet. So, das bin alles schon ich. Es ist nicht so, dass ich da... Versuchst du so prominente Leute zu plagen und dadurch sie... Wir haben grundsätzlich hier und da mal mal wieder ein paar Influencern, ein paar YouTubern Sachen besorgt. Ari Pretrue war schon mal bei uns. Dann hier Maximilian holt regelmäßige Sneaker bei uns. Ist auch ein cooler Typ, den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein netter Typ. Das mit Nazar, du hast so Nazar auch, genau. Okay. Nazar ist eh cool. Nazar, ich muss für Nazar noch so einen Sneaker verkaufen. Er hat so einen ganz, er hat so einen alten 97er. Das ist ein Sample, was nie wirklich rausgekommen ist. Und das Ding ist einfach all reflective. Damn. Ja, der ist richtig lit. Aber er hat halt keine Box und so. Und er meinte, ob ich ihm den sellen kann. Der wird schon gehen, oder? Hm? Wird schon gehen, oder? Ja, geht schon, aber das ist halt immer so die Frage. Weißt du, du musst den Nachfrager suchen, also du musst den Kunden dafür haben. Also brauchst du dafür eigentlich einen Sammler. Das Problem ist, er hat den zwar nie wirklich gerockt, aber er hat den immer im Schuh stehen gelassen. Das heißt, er ist so komplett zusammengefallen, halt von der Machart einfach. Okay. Und der Schuh schaut nicht Deadstock aus, ist aber eigentlich Deadstock. Okay, so, das ist die Schwierigkeit. Naja, wie viel ist der Wert, glaubst du, circa? Boah, das ist ganz schwer. Das ist halt genauso. Das ist sowas, wenn du einen Kunden hast, der den unbedingt will, kann der bis zu 1000 Euro wert sein, auch mehr vielleicht. Aber wenn du keinen Kunden hast, ist der nichts wert. Weißt du, da gibt es keinen festen Wert, vor allem erstens, weil es ein Sample ist, zweitens, weil er uralt ist, drittens, weil er keine Box hat und viertens, weil er nicht in perfekter Condition ist. Okay, ja, shit. Aber es ist trotzdem ein cooles Teil. Und Nazar meinte halt so, ja, der liegt bei mir rum. Und das ist viel zu schön und viel zu schade dafür, dass ich den nur bei mir rumliegen habe. Und deswegen will er ihn verkaufen, so, weil er ihn selber nicht anzieht. Okay. Ja, eigentlich Ehrenmann-Aktion. Und was hast du so vor jetzt noch mit deiner Seite? Wo? Also wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Online-Seite, sodass man halt auf jeden Fall einen besseren Zugang hat, dass ich nicht mehr so nur über einen Dealer meine Schuhe kaufen kann, aha, sondern dass du halt wirklich auch einfach Online-Schuhe bestellen kannst. So, das ist grundsätzlich kein Problem. Da hängen wir noch an ein paar Hürden, aber das sollte jetzt auch demnächst endlich mal beseitigt sein, dass wir da online gehen können. Und dann ist es halt logischerweise immer so, wir machen gerade noch mit der HypeCon, machen wir viele Messen, die fahren wir reihum an und da besuchen wir ganz Europa mit. Dann gibt es im Sommer in Wien eine coole Messe, das ist so ein Lifestyle-Produkt, also da geht es um Sneaker, es geht um Skaten, es geht um Rappen, es geht um Urban, die heißt Urban irgendwas, boah, fuck, ich vergesse immer das zweite Wort. Aber die Messe ist auf jeden Fall in Wien und die verbindet so diese ganze Community, so die inkludiert alles. Und das ist quasi so, die HypeCon zieht durch ganz Europa und dann wollen die, dass sich das halt einmal im Jahr in Wien trifft. Mhm. Dass so alle Größen in Wien zusammenkommen, halt aus allen Richtungen, so Rap. Dass wenn du halt so Rap in die Richtung machst, dass du dann im Sommer einmal nach Wien kommst zu dieser Messe und halt alle zusammenkommen. Okay. Das wird ein ziemlich cooles Event. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Und hast du vor, ein bisschen so wie Round 2, sowas in die Richtung zu machen? Ja, so grundsätzlich, in Wien gibt es sowas nicht wirklich. So ein Store wie den. So ähnlich, oder? Shank Corner oder was? Ja, Shank Corner macht nur Supreme. Und Shank Corner ist auch irgendwie relativ weit außerhalb von der Innenstadt. Die machen nur Supreme? Ja, viel Supreme auf jeden Fall. Okay.
Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auf was anderes machen. Als ich damals da war, war dann nur Supreme. Ich habe denen gesagt so, ey Jungs, wir könnten hier ein paar Schuhe hinstellen. Meinten die so, ja, sie wissen nicht, ob das funktioniert. Meinte ich, okay, dann nicht. Ja, weil, so, ich war dort und ich habe gefragt, warum sie den Store so weit außerhalb machen, weil es urschwer hinzukommen oder halt für mich Urtag gewesen. Dann sagen sie so, ja, sie wollen nicht in der Innenstadt, weil dann so viele Windows-Shopper kommen und Touristen, die einfach nur reinschauen und halt alles angreifen und immer nervige Fragen stellen und sowas. Das haben sie halt gesagt. Ja, also meiner Meinung nach musst du das Spiel schon mitspielen mit den Touristen und den Windows-Shoppern. Weil ich meine, das sind ja die, die Paare ausgeben, also die ganzen Chinesen, die herkommen und sowas. Ja, klar, die musst du abgreifen. Eben. Das also wenn ein Store dann in der Innenstadt, ist halt ein bisschen schwieriger zu realisieren, weil die Mieten hoch sind. Aber vielleicht gibt es da auch irgendwie bald mal irgendwas, weiß man nicht. Ja, das ist sick. Auch Consignment und sowas. Ah, Consignment. Vielleicht mit Leuten, weißt du, da ist halt immer, da muss ich dann alles wieder selber checken. So, Consignment würde ich, glaube ich, nur mit Leuten machen, die ich kenne. Okay, okay. Wenn jetzt irgendwie ein Homie von mir kommt und sagt, ey, kannst du mir den Schuh sellen? Natürlich sell ich ihm den Schuh. Aber was halt sick wäre, wie es halt in L.A. ist, bei Round 2. Ja. Die Leute kaufen bei Supreme beim Drop, gehen dann direkt zu Round 2 und verkaufen, weißt du. Ja, ja, klar. Das ist halt urpraktisch für die. Aber kauft Round 2 das auf bei denen oder? Ja. Die kaufen es auf. Ja. Ja, das geht natürlich immer so. Ganz ehrlich, ich kaufe ja eine Menge Schuhe auf. Wenn der Preis passt, kaufe ich alles oder so. Ja, ich meine, natürlich bekommst du nicht so viel bei Round 2, wie wenn du irgendwie selbst schaust, aber das ist convenient. Ja. Und Convenience ist so das, was die Leute am meisten Paare ausgeben im Endeffekt. Easy. Dann geht also viele Leute so, das ist halt auch immer das, ich appreciate das. Wenn Leute so sagen, es geht ihnen auf die Eier, dass jetzt irgendeiner 3 Sneaker verkaufen muss, um sich den neuen zu kaufen, ich habe damit kein Problem, das ist Teil der Community. Und nur weil der ein bisschen hustlen muss dafür, dass er sich den Schuh leisten kann, habe ich damit kein Problem, wenn das so ein bisschen anstrengender ist, sodass ich respektiere das halt, weißt du, der macht den viel größeren Aufwand dafür, dass er sich den Sneaker bei mir holt, als jemand, der von seinen, der irgendwie arbeitet und 20.000 Euro in der Woche bekommt und einfach mir easy so 500 Euro für den Schuh auf den Tisch legt. So, das verstehe ich vollkommen, wenn da einer jetzt sagt, so, ich brauche noch ein bisschen, weil ich 2 Schuhe noch verkaufen muss. Alles schön und gut, soll er machen. Ja, safe. Okay, ja, dann frage ich dich jetzt noch ein paar overrated, underrated Fragen. Und du sagst, ob du es overrated findest oder underrated. Und du sagst, wieso. Okay, das ist Supreme. Supreme ist underrated, meiner Meinung nach. Underrated. Underrated. Weil es alle nur reduzieren halt eben auf diesen Hype momentan und auf das Flexen in der Schule. Yeah. Supreme aber eigentlich viel mehr ist. Und Supreme eigentlich eine mega geile Marke, ist seit Jahren so. Die Lifestyle maßgeblich mitgeprägt hat. Zum Beispiel, schau dir die ersten Mac Miller-Videos an, da sitzt er mit einer Supreme-Kamera. Kennst du den Film Kids? Ja. Bro, ich liebe den Film. Mann. Und da, wo ja die ersten Supreme-Skater drin sind. Genau. Und in der Szene, wo sie sich so fetzen, auch die Boxdoggers anhaben damals. Ja. Bro, ich schau, wie ich den Film, das war echt einer meiner Lieblingsfilme damals gewesen. Ja, das ist genau das. Heutzutage, alle Leute, die sich Supreme angucken, denen geht es nur darum, dass Supreme fett draufsteht. Und das sieht keiner mehr die Brand dahinter. Und deswegen ist meiner Meinung nach Supreme mega underrated. Ja, Bro. Stimmt, das ist ein guter Point. Unpopular Opinion wahrscheinlich. Ja, ja, safe, safe, auf jeden Fall. Okay. Scammen. Scammen? Boah, Scammen ist overrated, weil es so ultra lukrativ ist und viel zu lukrativ wird. Es gibt so viele Leute, die mit Fake scammen, die, was glaubst du, wie oft Leute versuchen, mich zu scammen? Ja, sicher. Junge, das ist so krank. So kommen Leute und versuchen mir irgendwelche Fakes anzudrehen. Ich hatte mal einmal hier in Wien, da wollte mir einer Bogus verkaufen, so, ich habe das Plastik nur angegriffen. Weißt du, die waren zu faul, um die Supreme-Tüte ordentlich zu faken. Weißt du, so wirklich nur diese Plastiktüte. Okay, stupid. Aber es gibt Leute, so das ist das Schlimme. So, es gibt garantiert Leute, die darauf reinfallen, na, die dem Typen sicher, Geld dafür geben werden. Sicher. Sogar meine Mutter, gell? Ja. Sie sagt, dieses Bogo, das gefällt dir so gut, dieses Camo-Bogo, kann sie das tragen, weißt du? Ja. Und ich sag so, okay, passt, Mama, wenn du das magst, dann gebe ich es dir, okay? Aber wenn ihr irgendwer ins andere würde, was komplett fake ist, die würde es nicht checken, weißt du? Du zahlst dann noch 400 Euro dafür. Es ist halt, also deswegen, Scam ist momentan mega overrated. Overrated. Weil es halt einfach, so ganz ehrlich, wenn du scamst, so, das ist halt einfach illegal und das ist genauso wie mit allem anderen, du machst mega schnell Kohle damit. Genau. Das ist halt eine moralische Frage. Ne? Genau. Aber ich glaube, Loki, es ist schwer vom, dass die Polizei da wen erwischt, weißt du, ich meine, dass du die Probleme mit dem Gesetz bekommst. Und deshalb ist es halt so, das Easy Money, das halt, es ist halt diese moralische Frage, diese Ethik. Ja, wenn du halt jetzt mittellos bist, so muss man immer so irgendwie betrachten aus gewissen Richtungen. Okay,
Kleidungsscheren für Fitpics. Beziehungsweise Kleidung kaufen, Fitpic machen und wieder zurückschicken. Boah, Kleidung kaufen, Fitpic machen und zurückschicken ist ganz, ganz mies. Also so eine Kleidung, boah, das ist hart. Also grundsätzlich verstößt du damit ja gegen die Politics, aber ich verstehe irgendwo, warum man es macht. Ich will, boah, ob das jetzt over oder underrated ist, ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist overrated, weil im Endeffekt keiner mitbekommt, ob du es tust oder nicht. Du machst dein Foto sieht auf Instagram so und so gut aus, nee, und keiner weiß, ob du das Ding jetzt gekauft hast und das bei dir im Schrank steht oder ob du es einfach gekauft hast, direkt verkauft hast oder einfach zurückgeschickt hast. Im Endeffekt ist es, du darfst es anprobieren, ja, und wenn es nicht passt, schickst du es zurück. Ja. Böse sein, passt nicht, mach Foto, schickst zurück. Ja, safe. So, ich habe schon mal, ein Kollege von mir hat mir erzählt, dass seine Schwester sich immer 4-5 Paar Schuhe von Zalando bestellt, mit einem ein Paar dann nimmt, damit feiern geht, und die hat auch schon mal einfach das Paar Schuhe, mit dem sie feiern gegangen ist, kurz sauber gemacht, zurückgeschickt. Ja, Alter. Zalando macht ja auch kein Geld, ne? Zalando macht Minus. Genau deswegen. Beim Zurückschicken. Nein, die machen generell Minus. Die verdienen kein Geld. Ja. Ist richtig krank. So wie, weiß nicht, bei Amazon so. Amazon verdient Geld. Nein, da war es nicht früher so. Kann sein. Kein Plan, Bro. Bei irgendeiner Marke war es auch so. Kann safe sein, dass es bei Amazon früher so war. Das heißt, dass die alles zurücknehmen auch. Okay, und Kleidungsscheren für Fitpics, dass du so sagst. Naja, schau mal, das Ganze ist so teuer und es gibt so viele Leute, die irgendwie versuchen, irgendwie mit Instagram-Bildern, keine Ahnung, sich so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Geld dazu verdienen müssen. Ja, so ein bisschen gesponsert werden hier und da, Instagram-Account aufbauen. Es gibt viele Leute, so die gerade so die Jungen, die das machen wollen, und die sind dann mittellos und wollen irgendwie so ein bisschen über Instagram, über Supreme-Hype und so, keine Ahnung, ihren Instagram-Account pushen. Dann sollen die von mir aus Klamotten scheren, das ist eigentlich intelligent. Es ist intelligent. So wie es ja diese Blogger gab, die sich die ganzen Follower kaufen, mhm, und so viele Likes, und ich schau drauf, gell, und ich check direkt, schau, hast du ins Mikro, gell, und ich sehe direkt, dass es fake ist, weißt du, ich check das einfach. Wegen den Kommentaren, kaum Kommentare kannst du ja auch so irgendwie faken, weißt du. Safe. Und ich sehe das direkt, und dann aber kommt Will Haben und zahlt denen einen Sponsoring-Vertrag oder wer, was weiß ich, was. Und ich denke mir so, checken die das nicht? Oder? Die checken das nicht. Ja. Die checken das nicht. Und es schaut sich auch keiner an. Aber es ist im Endeffekt ein Finesse, weißt du? Es ist illegal tatsächlich. Echt? Ja, du darfst. Also pass auf, wenn du dir Follower kaufst, alles schön und gut. Wenn du dir Likes kaufst, auch noch alles gut. Wenn du aber mit den gekauften Followern Willhaben kontaktierst und dir damit quasi da einen Vertrag aushandelst, ist es halt so, dass du dann quasi unter Vortäuschung falscher Tatsachen das eingegangen bist und du hast das quasi unrechtmäßig erstanden, und dann musst du teilweise im Nachhinein auf jeden Fall die Zahlungen zurückzahlen, die du bekommen hast, und zusätzlich kann es dir passieren, dass du noch belangt wirst für den Schaden, den die Marke genommen hat. Wow. Und dann bist du richtig im Arsch. Ja, weil ich denke mir immer, irgendwann werden die Meier gehen wegen sowas. Oder sie sind irgendwann so groß, dass alles echt ist. Aber ich meine, wie sie es eingegangen sind, ja, ich weiß, das ist immer die Frage, das ist ein bisschen komplizierter, ne? Aber es ist auf jeden Fall overrated. Overrated. Safe. Ja, ich meine, manchmal so, oder was sagst du zu Instagram-Werbung kaufen? Instagram-Werbung kaufen? Mhm. Lohnt sich nicht. Ist overrated, ist absolut overrated. Also Instagram-Werbung kaufen, ich habe mal, also wir haben so, als wir dieses Pop-Up hatten, haben wir auch ein paar Werbungen geschaltet. Mhm. So, man schaut sich das einfach an, weißt du, Instagram-Werbung kostet unter 10 Euro, du erreichst mega viele Leute. Mhm. Aber es ist halt so, du hast dann eine gewisse Reichweite auf deinem Profil. Mhm. Und du hast eine gewisse Anzahl an Klicks. Und in dem Moment, wo du die Werbung nicht mehr schaltest, dann reduziert es die Reichweite und das reduziert die Klicks. Und dadurch denkt Instagram dann, dass deine Beiträge nicht mehr so interessant sind. Und das ist scheiße für den Algorithmus. Der Algorithmus kickt dich dann komplett und du hast keine Reichweite mehr. Das heißt, du musst weitermachen, Werbung kaufen. Du musst die ganze Zeit weiter Werbung verkaufen. Wenn du damit aufhörst, dann bist du halt komplett raus. Ja, weißt du, bei mir damals hat scheiß viel gebracht. Es bringt doch viel. Ich meine, für Sachen verkaufen, weißt du. Du musst ja bedenken, du willst nur ein einzelnes Item verkaufen, nicht die Reichweite auf deinen ganzen Account pushen.
Ja. Wenn du ein Item verkaufst, ist was anderes. Du bestellst das Item Aber ein. vielleicht kommen dann auch viele Leute auf deinen Account, dann hast du so eine größere Reichweite, weil sowieso dann viel mehr Leute auf deinem Account sind. Wenn es Du musst eine aber die gute. ganze Zeit weiter die Werbung zahlen. Eben, aber dadurch, dass du sowieso viel mehr Follower bekommst, weißt du, Ja. was ich meine, hast du so auch eine größere Reichweite. Und mehr Story-Views und sowas, weißt du, weil ich denke, mehr Story-Views sind da. Story-Videos sind krass. Ja. Vor allem, dass die so einfach das Konzept von Snapchat übernehmen, das einfach funktioniert. Ja, Bro, Und aber ich. keiner mehr Snapchat benutzt. Ja, So assi. aber es ist halt. Es ist halt mega gut auf Instagram, es ist so scheiß wichtig geworden, Story. Ja, Storys sind richtig wichtig. Das ist krank. Safe, weil ich poste fast gar nicht so viel, aber es ist Story. Ich habe fast immer über Story verkauft, aber es ist einfach viel besser, weil ich sehe genau, wer es sieht und sowas. Ja. Auch immer mehr Aufrufe bekommt auf die Beiträge wie auf die Story. Safe. Ja. Aber trotzdem hat es so viel gebracht. Jetzt haben wir schon geredet, aber Shane Corner. Ja, Shank Corner, ich mag die Jungs, sind nette Ja. Jungs. Meiner Meinung nach zu weit außerhalb. Aber es kommt immer darauf an, was man will. So, keine Ahnung, wenn die wirklich sagen, die haben keinen Bock darauf, sich mit Touris rumzuschlagen, dann halt gut draußen, wo sind die im 15.? Ja, safe. Draußen im 15. sollen sie es da machen. Das wird seine Vorteile haben. Also ich glaube, die Miete ist relativ low, der hat die schnell drin. Und für das, wie ich über meine Sneaker und alles verkaufe, könnte ich es nicht draußen im 15. machen. Weil ich das halt auch irgendwie so ein bisschen. Es ist halt. Ich verkaufe Sneaker nicht so wie in einem Hinterhof. Ich verkaufe Sneaker so als elitäres Luxusprodukt. Und es ist ein elitäres Luxusprodukt, wenn du 500 € für ein Hoodie oder ein T-Shirt hinlegst. Dann möchte ich das von irgendwie jemandem kaufen, der einigermaßen seriös ist und nicht draußen in den 15. fahren. Okay, ja, selbst verstehen. Also es ist auf jeden Fall overrated, meiner Meinung nach. Texas zahlen? Texas, tue ich. Ganz Ja, brav, natürlich. okay. Meine Mama ist Steuerberaterin. Okay, das Ist ist auf gut. jeden Fall absolut fair geratet. Fair gerated, ja, Mann. Wird alles Texas sauber zahlen ist gemacht, heftig. natürlich. Okay. Aber was man sagen muss, ist grundsätzlich, bis zu gewissen Summen fällt man mit Texas nirgendwo auf. Ja, Ey, du ey. musst bedenken, so in dem Moment, wo man da aufmerksam wird, das sind andere Leute hinterziehen Steuern von Millionen, so da, wenn du jetzt so 10, 20 Paar Schuhe im Jahr verkaufst, passt das schon, brauchst jetzt nicht anfangen, Steuern zu zahlen. Aber wenn das halt ein paar mehr sind, solltest du da Besonders schon wenn du alles sauber Bulk machen. machst, große Umsätze. Ja, genau. Off-White. Ist overrated. Ist mega overrated Ja. sogar. Ja, ist richtig overrated. Ich Ist nicht feiere zu feiern, Off-White sich. überhaupt nicht. Also die Marke Off-White feiere ich null. Alles, was Virgil Abloh außerhalb von Off-White macht, feiere ich mega. Ich feiere die Nike Collab, ich feiere die Ikea Collab, ich feiere die Burton Collab, die ist so noch nicht draußen, aber die ist auch krass. Ich feiere das, was er bei Louis Vuitton macht als Chefdesigner, das ist auch mega krank. Die Prism ist richtig cool. Wenn man sich Louis Vuitton vor Virgil Abloh und danach anschaut, kann man einmal sagen, die Schnitte passen nicht so. Zum Beispiel seine Runway-Show. Das war einfach, wenn man sich viel mit Haute Couture-Mode auskennt, das war Witz. Das war ein Witz. Okay. Wie der die ganzen Sachen geschnitten hat, wie das auf die Models gepasst hat, das war einfach nicht gut. Aber er lernt dazu und er hat ein gutes Auge. So, was er halt macht, ist Sachen neu zusammensetzen, dass es geil ausschaut. Und das macht er gut. Das bei seinen ganzen neuen, bei der ganzen neuen Collection mit dieser orangenen Kette sieht cool aus. Also, Off-White ist auf jeden Fall overrated und Virgil ist underrated. Jesus. Yeezys sind momentan underrated. Früher waren die Andere, ganz krass ja, overrated, natürlich. aber mittlerweile sind sie underrated. So, keiner interessiert sich mehr für Yeezys Ja, genau. so. Aber du findest sie trotzdem feier, oder was? Yeezys sind ein nicer Schuh. Ich selber habe keine. Einfach so, weil wenn ich Yeezys an meinem eigenen Fuß habe, finde ich, schauen die ultra breit aus. Es schaut mega komisch aus. So, wenn ich so die am Schuh habe und so runterschaue, ich finde es schon mega weird Aber aus. die alten, Ja, ich weiß nicht. die Aber wenn ich die 450 an dem und so. Fuß von jemandem anders sehe, Aha. dann finde ich schon, sie feier aus eigentlich. Ich finde sie nice. So wie diese Balenciaga, die willst du Ja, auch nicht kaufen, also die oder? Balenciaga, nein, die würde ich mir nicht kaufen. Die feiere ich gar nicht. So Okay. Triple S ist gar nicht meins. Ja, ich werde die auch nicht. Aber du läufst auf den Dingern echt wie auf Wolken. So. Das sind echt bequeme Bro, Schuhe. ich war ein Bro, ja, hat die auch gekauft. Und der meinte so, Bro, ich habe keinen Preis bekommen, 90 Euro. Ja, Mann. Und ich schaue sie mir so an und sage So sehen sie so. aus. I 90 Euro. know. Ja, Mann. Geil. Aber die V1er, also irgendwie sehen die nicht so. Ich weiß nicht, ob man auf denen auch noch so bequem läuft wie auf den V2ern. Die V2er sehen schon bequemer aus. So.
Also ich habe irgendwie nie einen V1er anprobiert. Ich hatte schon voll oft welche von denen, aber ich habe die nie anprobiert. Findest du nicer als Ultra Boost so vom ja, Gehen her? Ja, auf jeden Fall. Also Ultra Boost gefällt mir gar nicht mehr. Ich weiß es noch genau, so vor 2 Jahren fand ich dieses freiliegende Boost richtig krass. Mittlerweile gefällt mir das null. Und ich weiß auch noch, vor einem Jahr fand ich Vapormax richtig geil. Gefällt mir auch gar nicht mehr. Also Ultra Boost war so mein erster Schuh, den ich Resale gekauft. Also nicht Resale, aber ich habe ihn wie sagt man, Retail gekauft. Das war mein erster Schuh, den ich halt von wem anders gekauft habe. So bin ich dann reingekommen. Und dann ist Echt? es so, okay, sick. Jetzt ist Nice. Supreme Morrissey T und sowas. Supreme Morrison T ist krass, das ist Ja, geil. das hatte ich in Rot. Und das habe ich an wem Nice. verkauft. Der hat das weiter verkauft. Der hat das weiter. Ich fand auch das Madonna T ziemlich cool dafür, dass es so underrated war. Bro, das kann ich gar nicht. Das ist neu. Ja, letzte Season oder so. Okay. Ja, es gibt. Die Fototees sind teilweise mega sick. Das Gucci Mane T, das hatte Ja, ich auch. ich hab das Sade T noch. Das Nas T fand ich auch Das immer hatte ich cool. auch. Das war das. Sade? Ist es so ein altes? Sade ist, weiß ich nicht Bro, mehr, ich hatte so 18, eins. Ich 19, weiß nicht irgendwie mehr. sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wurscht. Aber die Frau ist schön. Ja. Ist wichtig. Ja, es gab ja auch letztens solche Supreme Tees. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Wo sind nackte Frauen drauf waren. Wo man Titten gesehen hat, auf jeden Fall. Ah, ja, kann Und ein sein. Homie hatte das an in der Schule. Und der Französischlehrer ist so ausgezuckt. Er sagt so, Echt? das ist sexistisch, das ist diskriminierend gegen Frauen. So. Ja. Die hatten ja auch letztens ein Bild mit Transvestiten. Ja, Ja, auf ja. Supreme? Ja. Damn, ja, Ist doch schau, ziemlich Bro. nice. Ich bin vorher rausgekommen. Was denkst du eigentlich so von Designer-Zeug? So? Designer-Zeugs? Also, Raf Simons oder Boah, Reborn, sehr mega schön. krass. Also ich finde die Schnitte von denen echt richtig geil. So, wenn ich das Geld hätte, ich würde mich nur mit sowas kleiden. Okay. Aber ich war zum Beispiel in Mailand, war ich bei Antonioli, kennst du das? Na. Das ist so, die verkaufen nur so Designer-Krams und so mitten Okay. in Mailand, so Kanye West geht da regelmäßig einkaufen. Okay. Und da war halt gerade Fashion Week und dann habe ich irgendwie ich paar E-Mails geschrieben und stand dann da bei der Vorstellung von der neuen Collection. Da stand ich dann auf der Gästeliste und wir haben uns das angeschaut. Da hast du einfach nichts, also nichts unter 2.000 € bekommen. Das war einfach so krank. Und es war halt alles nur so, es war voll viel schwarz, weil es war voll Winter. Und es sah mega, mega, wenn du es so von der Distanz aus gesehen hast, sah es nicht special aus. Aber jedes einzelne Teil war eigentlich so fire. Okay. Kann man sich halt einfach nur nicht leisten, ne? Ja, kennst du Amici's in Wien? Ja, kenne ich. Ist es fair? Geht Was sie so. Die dort haben? sind ein bisschen unfreundlich. Die sind ein bisschen unfreundlich, Ja, findest du? ja. Die Wirklich? sind eigentlich ziemlich unfreundlich. Also jeder, der nicht regelmäßig bei Avicii's kauft, wird dir sagen, dass sie ultra unfreundlich sind und zu ihren Stammkunden sind sie freundlich, weil sie da wissen, dass die regelmäßig Geld da lassen. Aber ansonsten sind das sehr unfreundliche Wirklich, zu Menschen. mir waren sie immer ziemlich freundlich eigentlich. Ich habe gute Erfahrungen gemacht da, Also oder? mittlerweile, was ich von allen so höre, sind die sehr unfreundlich zu denen. Bist du Palm Angels Fire? Ja, Ja. Palm Angels ist cool. Das hatten sie jetzt auch bei Amici letztens. Echt? Wusste Ja. ich gar nicht. Ich finde die Hosen geil von denen. Ja, die teilweise geile Tracksuits, Ja. diese Jacken, Alter, da war so eine mit so Samt draußen. Hm, Das ich war, weiß, welche du boah, ich meinst. schwör, ich fand die mega fire. Aber die war so 320 Euro. Da haben wir so. Ich weiß nicht, das war eine schwere Entscheidung, aber im Endeffekt habe ich es nicht gekauft. Ja, aber diese Feier, die ist so Burgundy, oder? Also es gibt hier auf jeden Fall einen Burgundy Ja, Colorway. safe. Und in Schwarz hätte er Ja, jetzt. schon. Die hätte ich mir eigentlich gern gekauft. Ja, die ist Teilweise haben nice. sie geilen Scheiß dort. Die haben keine schlechten Klamotten, so. Ja. So, mich interessiert es, ob die mal so V-Lone und so sind. V-Lone never. V-Lone kriegen die auch nicht. Wie sollen die denn den Zugang dazu haben? Ich weiß nicht, vielleicht wird es irgendwann anders sein, keine Ahnung. Ja, es kann eh sein, dass es irgendwann anders Weil ist. ich war dort und ich habe mit dem geredet, was jetzt ist mit Gosha. Ja. Weil ich hatte damals, ich wollte diese Gosha, ich habe so eine Gosha-Jogginghose, gell? Und ich wollte die verkaufen. Ja. Genau an dem Tag kommt raus, dass er ein Pedo ist, ist der diese. Und dann, niemand Keiner wollte wollte die es kaufen. mehr. Ja, und ich gehe dann so zu ihm, bei Amici's war ich an dem Tag dort. Und ich sage so, weil ihr habt so viel, ihr habt ja einiges von Gosha, also. Was ist damit? Glaubst du, das kauft jetzt noch wer oder was? Er sagt so, ja, Bro, das war safe ein Promo-Move von denen. Und das ist nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das vergessen die Leute gleich wieder. Im Das war Endeffekt, ein aber im Endeffekt Promo-Move. denke ich mir so. Was können wir machen, um unsere Marke zu pushen? Wir sagen einfach, unser Chefdesigner ist hier oder Pädophil. Ja, das funktioniert bestimmt. Ich denke mir so, Bro, es gibt bessere Promo-Moves. Ja,
Weil ich, aber du dachtest auch, Vilom wird kaputt sein, nachdem Ace Barry dieses Video rausgekommen ist, wo er die Frau auf den Arsch steckt und sowas. Weil im Endeffekt, so, einen Monat später hat keiner mehr einen Fick gegeben. Ja, weißt du noch, da hätte eigentlich jeder diese Vilom-Sneaker kaufen müssen. Weißt du, welche ich meine? Die Nike? Ja. Ja, Mann. Die waren da zwischenzeitlich so low. Ich weiß. Und mittlerweile, die sind alles so von fire. Below. Die sind so nice, die Dinger. Ja. Weil bei Ian Connor war es ja genauso. Ja, was war sein Skandal? Den Skandal von ihm? Ja, urviel Mädchen haben gesagt, er hat sie geraped. Ach, Spastis. Und er so, ja. Und dann ist halt voll weggekommen mit diesem scheiß Revenge Storm. Die einfach crazy gegangen sind. Verkaufst du sowas auch, oder? Ich hatte davon keine, aber ja, sowas verkaufe ich grundsätzlich auch, klar. Okay. Ich habe sogar Playstations mal verkauft. Playstations? Ja, so, da gab es irgendwie so ein 500 Anniversary-Ding oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ich kenne mich damit nicht aus, ich zock nicht so viel. Ja, same. Aber es gab so, ich glaube, 5 Millionen Units sold oder 15 Millionen, ich habe keine Ahnung. Und dazu haben die so eine Special Playstation rausgebracht. Und die war eigentlich übel auf der Welt direkt sold out, aber in Deutschland konnte man die bei GameStop mega lange bestellen. Okay. Und da habe ich da so 2, 3 bestellt und habe die direkt irgendwie für 200 Euro mehr geflippt. Also du flippst alles, was flippbar ist. Ja, alles, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich weiß auch nicht, das habe ich irgendwie so zufällig mitbekommen. Ja, so grundsätzlich könnte man ja auch Kunst mega krass flippen, wenn man wüsste was. So viel flippen, Alter. Man muss nur wissen, was halt. Wirklich, du kannst alles flippen. Grundsätzlich schon. Ich frage dich noch Fragen, weil ich habe so geschrieben, wer hat Fragen, gell? Ja. Es sind teilweise ziemlich stupid Fragen. Aber ich schaue einfach mal, was ich hier gescreenshottet habe, mir geschickt habe, weil ich kann ja nicht ans Handy. Okay. Ein Dude, das haben wir eigentlich eh schon besprochen, hat gefragt, wie hat er das Startkapital zusammenbekommen? Ja, ich hatte Geld für einen Schuh. Ich hatte Geld für einen Schuh und habe dann immer mein Geld behalten, habe immer höher. Ja. Yeah. Am Anfang habe ich mein Geld noch versoffen und dann irgendwann habe ich es immer einfach nur noch reinvestiert. Ja, genau. Das habe ich auch. Das Einzige, so, ich habe jetzt auch Geld. Mhm. Aber ich gebe es nur aus so für Investments. Ich weiß nicht. Ja. Einfach weil es für mir nicht so viel gibt, irgendwie, wenn ich jetzt Geld bekomme, ich gebe das direkt aus für irgendwas online. Weißt du, was ich meine? Ich will es für irgendwas ausgeben, von dem ich dann länger was habe und dann oder da irgendwie mehr draus machen kann oder so. Safe. Es ist einfach, es gibt so diese zwei. Es macht viel mehr Spaß. Ja, Mann. So grundsätzlich, du hast das Geld hier auf der Seite und dadurch weißt du ja schon, du brauchst es nicht fürs Leben. Ja. Sonst hättest du es ja nicht auf der Seite. Ja. So, und das macht eigentlich, ich verdiene Geld nicht, weil ich es zum Leben brauche gerade. Sondern so ein bisschen eigentlich aus Spaß. Das ist so ein Spiel, genau. Mehr Geld zu generieren. Irgendwie. Genau. Es ist einfach der Prozess, so aufzubauen, dass es weitergeht und sowas. So war das bei mir halt. Deswegen habe ich mein Geld dann irgendwann nicht mehr versoffen, sondern halt einfach mal mehr Schuhe gekauft. Und deshalb habe ich auch begonnen damit damals, weil es war einfach, mir hat es Spaß gemacht, weißt du, der Prozess. So. Ja, ich kann es für mehr flippen und sowas. Das ist voll witzig. Und mir ging es, aber ich glaube, wenn es dir so nur ums Geld geht, dann hast du auch keinen Erfolg, so egal was du machst, wenn du nur an das Geld denkst. Okay, Fuckface hat gefragt, wann kommt 1-8 Collabo Shirt? 1-8 Collabo Shirt? Ja, das ist ein guter Punkt. Weißt du, wie wir es machen? Na. Es wird mega lit. Also, wir machen grundsätzlich, wir haben ja diese Kanne als unser Logo so. Und wir bringen jetzt bald, wir hatten damals mit Deami, haben wir dieses Collabo T-Shirt gehabt, das mit dem Modelabel. Das war schon ziemlich nice. So, wir hatten hier eine Kanne. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Hier stand Deami Clothing, dann stand hier so Syrup und hinten war so groß unsere Kanne drauf. Es war ziemlich feier eigentlich, das T-Shirt. Yes. Wir haben die auch, glaube ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar restliche auf Deami online. Und wir wollen aber so ein kostengünstigeres machen. Yeah. Dass die Qualität von denen ist absolut krass, sodass du aber, findest keine bessere. Aber die machen nur den Stoff oder was, nur das Shirt und ihr bedruckt das oder was? Na, Deami macht alles. Deami ist eigene Modemarke. Okay. Aber könnt ihr das auch so Farbe bedrucken? Ja, können wir. Also wir können das nicht so krass bedrucken wie die, weil bei denen ist alles handmade. Okay. Deswegen sind die auch so teuer. Halt, das ist wirklich ein Luxusprodukt von denen eigentlich. Was für Preise die das anbieten, ist dann eigentlich schon wieder krass, weil es ist alles made in Austria, es ist alles handmade. Wenn du so ein T-Shirt mal angreifst, der Stoff ist richtig, richtig krass. Und wir sparen halt Kosten ein und verkaufen dann Syrup-T-Shirts einfach. Machen wir hier so eine kleine Kanne hin und hinten auf den Rücken relativ große. Und das 1-8 Collabo T-Shirt wird dann so sein, dass wir von allen aus 1-8 die Tattoos nehmen, die auf dem T-Shirt draufpacken. Wir werden das in weiß und in schwarz machen wahrscheinlich.
Und dann packen wir, wenn wir ein schwarzes T-Shirt haben, überall weiß deren Tattoos drauf. Ey, das ist fein. Komplett hinten auch und nur hier abgesetzt die Syrup-Kanne in unserem Pink halt. Und ansonsten halt überall die Tattoos, sodass die halt gut angeordnet sind. Das wird auf jeden Fall Feier, richtig lit. Ich freue mich schon feier, mega drauf. feier, Bro. Das kann man auch verkaufen bei Shows und so. Das ist sick. Easy. Einer fragt, how much dollar is my boy making? Boah, ist schwierig, Mann. Es ist so, es gibt gute Wochen, es gibt schlechte Wochen. Aber wie gesagt, wenn ich das Vollzeit machen würde, könnte ich auf jeden Fall davon leben. Ich glaube, so, ich hab viele Wochen, in denen ich halt so 200 € mache oder so, einfach mal irgendwie ein paar Schuhe nur wegschicke. Es gibt aber auch Wochen, in denen teilweise mal so 2.000, 3.000 € Ja, kommt rumspringen. auf den Drop an und Es sowas kommt auch auch, na, an. es kommt auch auf die Woche an teilweise. Zum Beispiel, wenn ich in einer Woche jetzt sage, ich verkaufe all meine Wolls und ich verkaufe 50 Paar Wolls, Okay. dann kommt natürlich viel mehr bei rum, als wenn ich sage, so in einer Woche, ja, jetzt ist gerade kein Drop, es macht keinen Sinn, irgendwas zu verkaufen. Und ich muss das jetzt alles halten, weil ich könnte gar nicht so viel Geld mit dem Geld machen, was ich quasi verdiene, wie ich, wie der Wert.